Die Sache aufzudecken war gar nicht so schwierig. Aber dahinter zu kommen, wie die drei den Devisenschwindel eingefädelt haben, der Rat allein hat es ja nicht sein können. Hättest du gedacht, dass der eiskaltes Geld in der eigenen Bank deponiert? Tja, darauf müssen wir erst mal kommen. Na, schon ein raffinierter Hund. Wo ist er jetzt überhaupt, der Rat? In Untersuchungshaft. Hast Sehnsucht nach ihm, kannst du ihn besuchen. Täglich zwischen 14 und 16 Uhr. Danke, darauf kann ich verzichten. Trotzdem meine Gratulation für deine kriminalistische Spürnase. Das ist schon der dritte Ball heute, Dennis. Wir sollen ihn kriegen. Ich bin doch kein Hochhaus. Du wolltest doch Baseball spielen. Und überhaupt, weißt du, was zahlst denn hier? Der Ralf hat's mal aus Amerika mitgekriegt. Wer ist denn das? Mein zukünftiger Vater. Was? Ja, den wo meine Mama irgendwann einmal heiratet. Wann? Demnächst. Hast du schon ein Hochzeitsgeschenk? Ja, bloß auf. Hätte ich mich bloß in zu der saublöden Laubsägerei überreden lassen. Zu der saublöden. So, Fanny. 1, 2, 3, 4, 50, 70, 90, 500. Zurecht. Mhm. Passt schon, Herr Graumeier. Geld und Sie denken bei Gelegenheit an den Maria Theresien-Toller. Wollen Sie Geld nicht einmal vielleicht in ein paar schöne Festverzinsliche anlegen? Nein. Maria Theresia ist schöner wie ihre Festverzinslichen. Wiederschauen, gell? Wiederschauen. No? Sie habe ich aber auch schon einmal fröhlicher gesehen, Herr Löllein. Manchmal ist einem nicht danach zumute. Was ist denn? Fräulein Fanny, ich bin jetzt seit 30 Jahren im Beruf. Und ich habe in der ganzen Zeit nie über mein Privatleben geredet. Dann wird's aber höchste Zeit. Weil wer seinen Krank dauernd runterschluckt, der kriegt's im Magen. Das sagt meine Frau ja auch immer. Und recht hat sie. Ja. Aber leider ist meine Frau noch mehr davon betroffen als ich. Herrschaftszeiten, jetzt aber raus mit der Sprache zum Donnerwetter nochmal. Das ist eine sehr unangenehme Sache. Guten Tag. Aber wenn's so arg ist, wollen Sie nicht mit Ihrer Chefin darüber reden? Nein, ich bleibe dabei. Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps. Herr Löhlein. Also jetzt einmal ganz in Ruhe, Herr Löhlein. Die Frau Schäfer ist also Ihre Schwester? Nein, es ist die Schwester meiner Frau. Ach so. Sie hat einen Hof in Holstein, aber ich glaube nicht mehr lange. Ach, und warum nicht? Der Hof soll enteignet werden. Wie das? Vor 8 Wochen ist Ihr Mann gestorben. Ja und? Was hat denn das eine mit dem anderen zu tun? Er war wohl mit den Hypothekenzinsen ein bisschen im Rückstand. Ein bisschen sehr vermutlich. Und warum will sie nicht auf den Hof zurück? Sie hat Angst vor dem Gerichtsvollzieher. Und deswegen möchte sie jetzt bei Ihnen bleiben? Ja, und das genau geht eben nicht. Hat sie Ihnen denn gesagt, wie lange sie bei Ihnen bleiben möchte? Nein, wir reden doch seit 40 Jahren nicht mehr miteinander. Mein Gott, aber der armen Frau muss doch geholfen werden. Immer schön der Reihe nach, Fanny. So, Frau Schäfer. Jetzt machen Sie es erstmal bequem, bis wir wissen, wie es weitergeht. Und wenn Sie irgendwelche Wünsche haben, brauchen Sie es nur sagen. Ja, wenn ich ein großes Kissen haben könnte. Ich habe zu Hause immer ein großes, weiches Kissen. Fanny, haben wir ein großes, weiches Kissen? Mhm. Ja. Und wenn ich das Bett umstellen könnte. Ich habe nämlich nicht Jan den Mond im Rücken. Machen Sie es ganz so, wie Sie wollen. Ach, Sie haben ein zu gutes Herz, Frau Heininger. Ne? Wirklich vielen Dank. Und wenn ich mich irgendwie nützlich machen kann, also da kenne ich nichts. Na, wenn Sie Lust haben, können Sie ja drüben beim Herrn Dr. Sagerer Ordnung machen. Hm? Ja, das mache ich. Und Freund Fanny helfe ich auch gerne. Ich bin nämlich ein ganz häuslicher Mensch. Aha. Ja. So ein Mistbricker da. Maria und Josef, was hast du denn jetzt angestellt, Bub? Ja, du hast ja selber gesagt, dass ich nicht in der Küche sägen soll. Ja, aber das heißt doch nicht, dass du stattdessen der Mama ihre Antiquitäten zerbröseln sollst. Oh mei, hoffentlich bringe ich das wieder hin, ohne dass sie was merkt. Saublädi, Hochzeit, Saublädi.
Frau Schäfer, darf ich Ihnen behilflich sein? Ja, danke schön. Sie sind ja ein richtiger Kavalier, ne? Ja. Also, schönes Anwesen. Ja. Wie viel Grund hat denn das? 30 Hektar. Und Tiere haben Sie keine mehr? Ja, 3 Kühe hat man noch nach der Maul- und Klauenseuche, damals vor 5 Jahren. Aber dann hat Erwin sie verkauft, weil es durchs Dach geregnet hat. Aber haben Sie jetzt gar keine Viecher mehr am Hof? Nee, jetzt haben wir keine. Nee, nun bin ich ja auch nicht mehr da, ne? Oh. Wer ist denn das? Ich hab's doch gewusst, der Herr Gerichtsvollzieher. Nur die Ruhe, Frau Schäfer. Geht sie mal ins Haus. Ich mach das schon. Also, nun komm. Gut. Gut. Sager, Bayernbank. Ja. So. Na, nun kommen Sie mal rein. Ja. Hier haben Sie also mit Ihrem Mann gelebt. Ja. Über 30 Jahre. Ja. Ja. Frau Schäfer, es geht mich zwar nichts an und Sie brauchen mir natürlich auch keine Antwort geben, aber warum reden Sie denn mit Ihrer Schwester seit über 40 Jahren kein Wort mehr? Weil sie hat mir meinen Mann weggenommen. Ihren Erwin? Dem Löhlein. Mit mir ist er das erste Mal tanzen gegangen. Und dann hat er meine Schwester genommen. Aber Sie haben doch dann Ihren Erwin geheiratet. Das war was anderes. Ja. Ach, nee, so. Da hat er gesessen. Die ganzen Jahre. Jeden Abend. Der Erwin. Ja. Was hast du mit dem Gerichtsvollzieher gemacht? Ich habe ihm bloß klargemacht, dass sein wahrscheinlich größter Erfolg der ist, wenn er die Frau Schäfer nicht antrifft. Na, ist er nun ein guter Mensch? Ist er. Nee, ich meine den Herrn Gerichtsvollzieher. Aha, sehr gut. Danke. Tja, da können wir uns ja nur gratulieren. Sind meine zukünftige Frau und ich auch eingeladen? Ja, selbstverständlich. Haben Sie schon ein Hochzeitsgeschenk für Ihren Mann? Genau darüber wollte ich mit Ihnen reden. Schießen Sie los. Sie müssen mir versprechen, dass Sie nicht über mich lachen. Ich schwöre, ich lache nie. Sehen Sie, jetzt lachen Sie eben doch. Nein, das ist nur die Freude über so eine ausgefallene Idee. Natürlich kann ich Ihnen helfen. Soll ich Sie hinbringen? Muss ich da persönlich hin? Ich fürchte ja. Aber keine Sorge um den guten Ruf. Ich war schon mit der Frau des Bundesbankpräsidenten da. Was ist denn da los? Suchen Sie was, Frau Schäfer? Ja, Wasseradern. Hier unten ist alles voller Wasseradern. Das ist ungesund fürs Wohlbefinden. Warum? Warum? Weil es immer schon so gewesen ist. Hat die Frau oder was? Na, aber die spinnt. Ach du Schande, was soll denn das? Ob die was gegen Vampire hat? Jedenfalls reicht der Knoblauch für die Spaghetti-Sauce der nächsten 30 Jahre. Die hat einen Rat ab.
Meine Damen und Herren, wir kommen jetzt zur Katalognummer 34. Eine Jagdszene, ein Gobelin aus dem 17. Jahrhundert in Brüssel gefertigt. 35.000 Mark ist unsere Forderung und 32.000 Mark sind mir geboten. 35 ist dort hinten geboten. 35.000 Mark ist dort hinten geboten zum ersten und zum zweiten. Und niemand mehr als nur 35.000 Mark. Hier in der Mitte sind 38. 38.000 sind hier in der Mitte geboten. 38.000 Mark zum ersten und zum zweiten. Und niemand mehr als nur 38.000. 41 ist hier vorne. 41 hier vorne zum ersten und zum zweiten. Und niemand mehr als nur 41.000 Mark. Dann schlage ich es fest zu für 41.000 Mark zum dritten. Für die Bieternummer 135. Dankeschön. Meine Damen und Herren, wir kommen jetzt zur Katalog Nummer 1. Bea! Herr Doktor sucht ein Hochzeitsgeschenk für seine Frau. Na, das hätte ich mir ja denken können, dass du dich auf solchen Veranstaltungen herumtreibst. Woher weißt du überhaupt, dass ich heiraten will? Die Spatzen pfeifen erst vom Dach. So. Außerdem zucke ich auch ein Hochzeitsgeschenk für meinen Mann. Ach so, ja, ich gratuliere übrigens. Danke. Und, suchst was Bestimmtes? Einen alten Spieltisch, frühes 19. Jahrhundert. Und du? Ach, mein Gott, tut das, wenn ich wüsste. Die Julia, die steht auf Spiegel und Lampen und Gläser und lauter solches altes Zeug. Da ist doch schon etwas Schönes. Venezianische Matschlift 1743. 10.000 Mark. Entschuldige mir bitte, für 10.000 Mark. Da kriege ich einen ganzen Küchenschrank voller Gläser. Es ist ein Einzelstück, Cherie. Ich kombiniere, Herr Doktor, ist in Schwierigkeiten? Ja, pass auf. Ich ernenne dich jetzt zu meiner Beraterin. Und zwar ersteigerst du was für die Julia und als Provision für dich eine Kleinigkeit dazu. Aber es darf natürlich niemand was davon erfahren. Okay. Aber nicht auf diese Banausraktion. Ja, du hast völlig freie Hand. 10.000 Mark. Überlege mal, wenn das ein Grieche kauft. Wieso ein Grieche? Wenn die ein Glas leer getrunken haben, dann werfen sie es immer hinter sich. Du bist ein Schatz. Hast du übrigens gewusst, dass Julia und Vandalen sich in letzter Zeit erstaunlich oft treffen? Na und? Oh, vergiss es. Ist nur so rausgerutscht. Ciao. Ciao. Kurs 326.8. Ja, werde ich für Sie alles erledigen. Gablicek? Gablicek, gut Telefon. Ja, sage. Das gehört der Rodelist. Ano? Ja, ist das. Ja, Rodelist, copy. Warte, ob Sie bereit sind. Ja. Спасибо, товарищ. Und? Ich sag's ja, die Tschechen sind wirklich schnelle Leute. Jetzt haben die nach 6 Wochen endlich begriffen, dass mein Bruder eine Geburtsurkunde braucht. Wieso noch eine? Die erste ist doch unterwegs. Heise. Ich sag mir mal, 2 sind besser als keine. Und ich hoffe nur, dass mein Bruder mir das wirklich honoriert. Guten Tag, Fräulein Ferne. Wie geht's denn meiner Schwägerin? Da haben Sie uns was Schönes eingebrockt, mein lieber Schwan. Ich weiß schon, weshalb ich seit 40 Jahren nicht mehr mit ihr rede. Ja, ja. Grüß Sie gut, Frau Heise. Sonst ist die Frau Heininger nicht im Haus. Ah, das tut mir leid, ist das Frau Heise, machen wir doch bitte eine Abschrift davon. Herr ja. Fanny. Gern. Was machen Sie denn da? Oh, mein Herr Doktor. Wenn Sie wüssten, was bei uns daheim los ist. Diese Schäfer hat alle blauen Gardinen abgehängt, weil blau ist die Farbe des Bösen, sagt sie. Gottes Willen, was machen wir denn da? Schick mir einen blauen Brief, hm? Das war ein Kreuz mit der Frau. Fanny, das wär's schon. Fanny, ich hätte jetzt da noch eine Frage. Sagen Sie mal, war eigentlich in letzter Zeit Vandalen öfter da? Ach, na ja. Ein paar Mal hat er die Frau Julia abgeholt. Warum stimmt was nicht? Doch, Fanny, es ist alles in Ordnung. Hey, Bruderherz, die Geburtsurkunde kommt. Ja, wer es glaubt, hört selig. Mit Beharrlichkeit und Einfühlungsvermögen für die Psyche der Völker des Ostens. Da weißt du, der eine hat's, der andere hat's eben nicht. Und du hast das, gell? Ach, Herr Doktor, bitte denken Sie an Ihren Termin beim Senat. Ja, ich bin ja schon unterwegs. Gut. Was hat er denn? Das ist was im Busch, wenn Sie mich fragen. Ja, und was? Das kriege ich schon heraus. Und Sie, junger Mann, können mir dabei helfen. Dich? Ja, Sie.
mir hinterher. Da. Ich schaff's einfach nicht. Das wäre dann nie was. Das weiß ich jetzt schon. La Rue, die Ruhe. Nicht? Wenn du jetzt anfängst zu tütteln, du, dann wird es wirklich nichts. Guck, die Platte ist ja ganz locker. Die hast du gar nicht richtig eingespart. So, und nun das Sägeblatt. Immer schön gerade führen. Schön gerade. Los, mach mal. Wenigstens bin ich froh, dass du wieder da bist. Und ich erst du. Warum muss man eigentlich Brautpaaren was schenken? Die haben doch einen Spaß. Die müssen doch uns was schenken. Tja, da hast du recht. Aber vielleicht ahnen viele schon, dass das mit dem Spaß gar nicht so weit her ist. Warst du eigentlich schon mal verheiratet? Da habe ich aufgepasst. Ja, aber du hast nicht aufgepasst. Das habe ich dir alles schon mal erzählt. Ne? Ja, ja, wenn du jetzt nicht aufpasst, dann zähmst du dir einen Finger, du. Die Schaumann. Der arme Dr. Sager. Das ist doch skandalös, sowas. Eine Tätowierung. Bleibt ihm da der Anstand. Tja, warum soll sich nicht auch eine Frau einen hübschen Matrosen auf dem Oberschenkel malen lassen, ne? Sei bitte nicht geschmacklos, Alfred, ja? Ja, was glaubst du denn, was sie sich tätowieren lässt? Rembrandt? Also, du bist unmöglich, Alfred, wirklich. Du, Fanny, ich hab ne Idee. Warum gehst du nicht einfach zu ihr hin und frag sie mal? Ja, sonst noch was. Da tät ich mir ja lieber die Zunge abbeißen. Na, noch dazu, wo jetzt auch noch diese Person im Haus umeinander geistert. Stell dir vor, gestern hat sie gesagt, unser Fernseher wie ein negatives Magnetfeld. Tja, damit können Sie sogar recht haben, ne? Was willst du jetzt damit sagen, ha? Wenn ich mir überlege, was manchmal so über den Bildschirm flimmert, oft ganz schön negativ, du. Morgen, Maxi. Morgen, Mama. Hast du gut geschlafen? Mhm. Was ist denn? Geh doch schon mal runter, das Frühstück ist gleich fertig. Ich komm nach. Mhm. Entschuldigen Sie, Frau Julia. Ja, Fanny, was ist denn? Möchten Sie lieber einen Tee oder einen Kaffee zum Frühstück? Ja, einen Tee, wie immer. Einen Tee. Fanny, was ist denn? Nix. Überhaupt nix. Gar nix, Frau Julia. Also ein Tee, haben Sie gesagt, gell? Ja. Was ist denn jetzt wieder los? Ach Gott, ach Gott, ach Gott. Ich komme aus der Küche, da ist das Vieh.
Nimmer ab, der Rat im Haus bringt Not und Tod und Groß. Ist doch kein Ratte. Der Hansi ist wieder mal abgehauen. Wenn ich jetzt auch noch zum Spinnen anfange, dann sind wir bei der Narrenhaus. Wir haben uns gedacht, die Öko-Beef hat sich in letzter Zeit so gut entwickelt, dass sie sicher Expansionspläne haben, Herr Glotz. Also die Bodenwerte wären für meine Zwecke ideal. Reines Weideland. Höchstens 30, 35 Punkte. Und wenn der Preis stimmt, dann wäre ich ja der Sache nicht abgeneigt, ne? Wenn ich ein Ochs wäre, also mir wird's hier schmecken. Also, Herr Dr. Sagerer, seit Ihrem letzten Besuch haben Sie richtig was dazugelernt. Man wächst ja mit seiner Kundschaft. Ja, mit den Gummistiefeln, ne? Ach so, ja. Ja, der Preis, der läge zwischen 15.000 und 20.000 pro Hektar. Also, das wären dann im schlimmsten Falle 600.000. Zieht denn die Bayernbank mit? Ja, ich denke schon. Aber zuerst einmal müssten Sie natürlich den Zuschlag ersteigern. Naja, ich meine, da könnten Sie mir doch ein bisschen bei helfen, ne? Ja, ich glaube schon, dass sich da was machen lässt. Überlegen Sie sich, Herr Glotz, und wenn nicht, dann haben wir wenigstens einen schönen Spaziergang gemacht. Eben. Ach ja, wegen dem Haus, da wäre noch was zu sagen. Das bräuchten Sie ja nicht, gell? Nö, nicht direkt. Ja, passen Sie mal auf, wir könnten da nämlich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Da haben wir ja schon das Problem, aber das müssen wir noch gesondert besprechen. Ja, warum nicht? Ich muss noch die Bodenproben analysieren lassen, ne? Also, wir hören ja wieder voneinander. Wiederschauen, ich rufe Sie an, Herr Glotz. Herr Dr. Sagerer. Ja, jo. Wird einer gut. Tschüssing. Natürlich ist es dumm, die ehemalige Geliebte das Hochzeitsgeschenk für die Nachfolgerin kaufen zu lassen. Aber amüsant. Weißt du, was man bei Jun zu Aussens schenken würde? Na? Einen vergifteten Kamm. Du machst mich neugierig, was ich zur Hochzeit von dir zu erwarten habe. Ach, das ist kein Geheimnis. Einen italienischen Butler, damit ihr endlich lernt, richtige Kaffee vom Spülwasser zu unterscheiden. Immerhin. Besser als ein vergifteter Kamm. Ja. Oh. Oh. Ich will dich in deinem Balztanz nicht stören, aber weißt du, wie die Magnumöl steht? Nicht empfehlenswert. Er hat wie immer keine Ahnung. Ein Papier, das mitten in der Rezession nur 20 Punkte verliert, lässt auf ein exorbitantes Management schließen. Mhm. Darf ich dich darauf aufmerksam machen, Vater, dass die Zeitung, die du gerade in den Händen hältst, 2 Jahre alt ist? Ja. Ja, nichts ist so wertvoll wie Altpapier. Du hättest vor 2 Jahren kaufen müssen. Mein täglicher Nachhilfeunterricht. Mit Geld umzugehen, das ist sein Beruf. Aber ich möchte nicht wissen, an wie viele Millionen er vorbeigegangen ist, ohne sie aufzuheben. Du hast doch selbst gesagt, Vater, ein Spielverderber, der für die anderen nichts übrig lässt. Wisst ihr, was ich bin? Eine glückliche Bigamistin. Na, no. Im Grunde genommen heirate ich ja euch beide. Und da sagt noch einer, alt werde lohne sich nicht. Ja? Na, wie oft habe ich euch nicht gesagt? Ihr sollt hier nicht spielen. Raus! Raus mit euch! Raus, raus, nach Hause! Raus! Morgen, Vater Hagen. Morgen, Frau Heiniger. Ja, Frühstück ist leider nicht. Ich mache es übernächste Woche wieder auf. Ich weiß schon, ich bin auf dem Weg zur Bank. Ich wollte Sie nur schnell was fragen. Ja, aber bitte. Ist Ihnen an der Fanny in der letzten Zeit irgendwas aufgefallen? Ach ja. Wie meinen Sie denn das? Na, sie benimmt sich so merkwürdig, schnüffelt rum und tut so, als ob ich drogensüchtig wäre oder sowas. Ach so. Ja, sie möchte zu gerne wissen, warum Sie zum Tätowierer gegangen sind. Ach. Na, ich habe ihr gesagt, warum soll sie sich auch eine Frau in hübschen Matrosen einritzen lassen? Trauen Sie mir das zu? Ja, warum nicht? Heutzutage ist ja alles möglich, ne? Der Tätowierer ist ein bekannter Astrologe. Ganz Hamburg geht zu ihm. Und ich habe dem Ralf zur Hochzeit zur Gaudi ein Horoskop stellen lassen. Ach so, das ist so ein Wahrsager. Ja. Das bleibt aber unter uns. Nur der Fanny dürfen Sie es sagen. Sonst denkt nur, ich mache sonst was. Ach, egal was Sie machen, Frau Heiniger. Sie machen überall eine gute Figur. Danke. Vierte.
Du könntest natürlich auch eine Original-Tiffany-Lampe kriegen. Wunderbares Stück, billigstens, 1899. Kostet? 25 sind geboten. Oh, hm. Gut, ich weiß nicht, was dir deine zukünftige wert ist. Er ist noch ein traumhaft schöner ruhiger Torso, Lüster, für 30.000. Ja. Auch nicht? Die Spiegel sind billiger. Ich habe 3 Stück für dich ausgesucht. Ach, Bea, du bist so rührend um mich bemüht. Wirklich, du bist ein richtiger Pfundskerl. Und ich wünsche dir und dem Vandalen von ganzem Herzen alles Liebe. Ihr Deutschen habt das eigenartige Talent, immer zur falschen Zeit sentimental zu werden. Wieso? Du wolltest doch, dass wir beide heiraten. Tun wir aber nicht. Doch. Du den Vandalen und ich die Julia. Du bist und bleibst ein Schuft. Du hast ja völlig umsonst Sorgen gemacht. Wenn du sie einfach gefragt hättest, hätte sie dir die Sache mit dem Horoskop doch erklärt. Wie Schande ist das, mich so an der Nase herumführen? In dem Fall solltest du dich vielleicht mal deine eigene Nase fassen. Verzeihung, Gnädigste. Dürfte ich mir vielleicht ein Tässchen Kaffee machen? Freilich, Sie wissen ja, wo alles steht. Ja. Na, warten Sie, Frau Schäfer, ich mach das schon. Sie sind ja hier Gast, gell? Ja. Tag, Hack. Tag. Ist was? Hat man Ihnen schon mal gesagt, dass Sie alle Anlagen für ein Medium haben? Nee, aber wenn Sie meinen, dass ich schlanker sein könnte, nicht? Waren Sie schon mal in Moskau? Nee, ich lief ja bloß hier im Bezirk. Da gibt es nämlich eine Schule für Ihre Bejahrungen. Ach so, als Kind habe ich mal so ein bisschen jongliert, nicht? So mit Pflaumen und mit Milchflaschen. Heute nehme ich ja lieber Bierflaschen, aber die mache ich auch lieber leer. So, nun gucken Sie mir mal in die Ohren. Was sehen Sie? Zwei was? Augen. Nun gucken Sie mal ein bisschen tiefer. Was sehen Sie jetzt? Auch zwei. Eins da und eins da. Sie, Frau Schäfer, Sie lassen sofort meinen Alfred in Ruhe, gell? Wissen Sie eigentlich, dass der Herr Haag gewisse übernatürliche Fähigkeiten hat? Einmalig, der Mann. Eben. Und genau deswegen lassen Sie ihn auch mit Ihrem Hokuspokus in Ruhe. Ihr wisst doch. Schwerer Verlust für die Wissenschaft. So ein narrisches Luder. Weißt du, was du gerade gesagt hast? Mein Alfred. Ist mir halt so rausgerutscht, weißt? Ja, sicher, ich notiere mir das. Donnerstagnachmittag? Oh, kleinen Moment mal bitte. Hallo, Heise. Ist schon Post auf der Tschechoslowakei? Und mein Bruder? Besprechung will nicht gestört werden. Wahrscheinlich Damenbesuch, gell? Ich schau später nochmal rein. Tschüss. Ja, alles klar? Donnerstagnachmittag? Nein, das ist schon klar, dass Sie keine weitergehenden Zusagen machen können, aber ich denke, dass wir uns auf dieser Basis verständigen werden. Ja, das glaube ich auch. Ja, wiederhören. Danke, Herr Kollege. Ja, wiederhören. Sie haben ein Erstgebot von 15.000 pro Hektar. Käuferinteresse eher gering. Vielleicht kann der Glotz sogar mit 18 übernehmen. Das wären bei 30 Hektar 540.000 und 500.000 für einen zusätzlichen Viehbestand. Ja, das klingt nach einem ganz guten Geschäft.
Bezüglich ÖkoBIF war der Herr Kollege mit ganz anderer Meinung. Tja, da standen Kollegin Heininger mir auch noch nicht so nahe. Du wirst doch nicht anfangen, das Private mit dem Beruflichen zu verwurzeln. Und du wirst doch nicht warten wollen, bis die Erna Schäfer ganz Hamburg verhext hat. Dann gehen wir zusammen Mittagessen. Tut mir leid, ich bin leider schon vergeben. Betrügst mich schon wieder? Ja, natürlich. Also da bin ich mal gespannt, wie oft das passieren wird, wenn wir erst einmal verheiratet sind. Musst du da auf der Frau aufpassen. Unbegrenzten Kredit hast du nämlich nicht, gell? Ja, ja. Was? Ja, ja, das ist Hamburg. Ja, die Telefonnummer ist 040 600 43 45. Ja. Was? Ja. Ja, Sie können sich drauf verlassen. Ich zahle ganz bestimmt. Mit wem haben Sie denn gerade telefoniert, Frau Schäfer, ha? Mit der Zentrale. Mit was denn für einer Zentrale? Mit der Zentrale von meinem Verein. Wo ist denn diese Zentrale? In Lausanne. Aha. In Lausanne. Sie haben also gerade mit der Schweiz telefoniert, stimmt's? Ja, entschuldigen Sie, ich musste... Man muss nämlich immer seinen Aufenthaltsort melden. Das ist wegen der Erdstrahlengefahr. Das ist so eine Art Lebensversicherung. Ach, da werden ja täglich neue Felder entdeckt. Woher wissen Sie denn das so genau? Aus so Bücher. Wie viele lesen Sie denn davon? 2 jeden Monat. Und was kosten die? 12 Mark pro Stück. Gehe ich recht in der Annahme, dass die Zentrale in Lausanne auch noch was verlangt für die Lebensversicherung gewissermaßen? Ja, 100 Mark jeden Monat. Aber das lohnt sich. Das sollten Sie auch tun, Frau Fanny. Jetzt ist noch Zeit. Wollen Sie nicht eintreten? Danke, danke. Ich kann mich beherrschen. Könnte sein, dass Ihr Mann den Hof gar nicht heruntergewirtschaftet hat, sondern Sie haben das Geld Ihren Schweizer Lebensrettern in den Rachen geschmissen. Ja, aber man muss den Beitrag pünktlich bezahlen, sonst begibt man sich in Gefahr. Oh mei, das Geschäft mit der Angst. Und die schwarzen Magier hocken in Lausanne und lachen sich in schwarze Fäustchen. Wissen Sie was, Frau Schäfer? Auf diese Geschichte brauche ich jetzt erst mal einen Cognac. Sie auch? Ja. Dein Kredit ist nicht unbegrenzt. Vandal, zu spät unterwegs. Entschuldigen Sie bitte die Störung, aber in diesem Umschlag steckt die Zukunft Ihres Mannes. Kommen Sie rein. Danke. Das Horoskop, das ist aber eine Überraschung. Haben Sie reingeluchst? Aber ich bitte Sie. Nehmen Sie Platz. Mhm, danke. Möchten Sie was trinken? Nein, danke. Machen Sie für mich keine Umstände. Horoskop Jungfrau. Mhm. Jungfrau mit Jupiter im ersten Haus. Die Planetenkonstellation als ewige Uhr. Aha. Der Jungfrau Mann und die Löwe Frau. Ihre Frau wird häufig an ihrer Bequemlichkeit verzweifeln. Aber sie wird respektieren, dass sie sich Zeit nehmen, bevor sie ein Urteil fällen. Sie können mit Geld umgehen. Da ist er her. Und sind ein Anhänger rationaler Erklärungen. Naja. Entschuldigung. Guten Abend. Ja, Fanny, was ist denn? Da wäre der Herr Dr. Sager am Telefon, Frau Julia. Sag ihm doch, ich bin schon im Bett. Schon recht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht, Fanny.
Lassen Sie Ihre Löwefrau abends nicht zu oft allein. Sie könnte das Gefühl bekommen, nicht mehr geliebt zu werden und sich anderswo nach Zuneigung umsehen. Was für Perspektiven. Ich glaube, jetzt brauche ich doch was zu trinken. Das gilt doch erst nach der Heirat. Aber wo denken Sie hin? So ein Horoskop gilt ein Leben lang. Zum Wohl. Musst halt auf der Frau aufpassen. Unbegrenzten Kredit hast nämlich nicht. Musst halt auf der Frau aufpassen. Unbegrenzten Kredit hast nämlich nicht. Musst halt auf der Frau aufpassen. Unbegrenzten Kredit hast nämlich nicht. Musst halt auf der Frau. Unbegrenzten Kredit hast nämlich nicht. Gell? So, das war's. Alles klar. Alles klar. Gib. Ja, Tag auch. Glotz hier. Die Frau Heininger hätte ich gern. Kleinen Moment. Heininger? Tag, Frau Heininger. Glotz hier. Grüß Gott, Herr Glotz. Alles paletti. Ich habe den Zuschlag gekriegt. Das freut mich riesig, Herr Glotz. Gratuliere. Ja, 8:30 fing's an. Und 10 Minuten später war alles gegessen. Und zu welchem Preis? Ja, was Sie prophezeit haben. 540.000. Dann schicken Sie mal Frau Schäfer wieder nach Hause. Nix lieber wie das. Also nochmal herzlichen Glückwunsch. Bis bald, Herr Glotz. Tschüssi. Darf man eintreten? Nein. Ist das nicht ein traumhafter Morgen? Gleich in der Früh um 9 Uhr wird man von einem glücklichen Kunden angerufen. Ich wüsste nicht, was an diesem Morgen so besonders traumhaft sein soll. Der Glotz hat einen Zuschlag gekriegt. Für den Schäferhof 540.000. Weißt du, dass mir das sowas von wurscht ist? Oh, schlechte Laune angesagt. Darf man fragen, warum? Meine Liebe, du hast auch nicht unbegrenzten Kredit bei mir. Ach, du meinst, weil gestern Abend der Herr van Dalen bei mir zu Besuch war? Oh ja, nennen wir es einmal so, unverfänglich. Darüber muss ich leider die Aussage verweigern. Gut. Also gut, beschränken wir uns auf das rein Geschäftliche. Darum möchte ich doch bitten. Wissen Sie, dass wir einen gemeinsamen Außentermin haben, Herr Doktor? Wann? Jetzt gleich. So ein Unglück. Kommt selten allein. Danke, Frau Heise. Frau Heise, wir sind am späten Nachmittag wieder zurück. Gut. Allein. Cocktail zum Lunch. Das wollen wir aber nicht zur Gewohnheit werden lassen, Herr Dr. Sagerer. Warum nicht? Wir müssen nur jeden Tag einen Grund zum Streiten finden. Na, bitte nicht. Doch, dann könnten wir uns mittags immer wieder versöhnen. Du hast mir immer noch nicht gesagt, was du so viel mit diesem Vandal zu tuscheln hast. Auf die Antwort wirst du auch noch eine Zeit lang warten müssen. Wie lange? Bis deine Geburtsurkunde da ist. Aber jetzt dreh den Spieß einmal um. Was hast denn du eigentlich da mit deiner alten Freundin Beatrice zu kloppen? Das sage ich dir später.
Wann? Wenn meine Geburtsurkunde endlich da ist. Und wenn es unterwegs verloren geht? Dann muss die Erna Schäfer sie mit ihrer Wünschelrute suchen. Da, Fanny. Oh, danke schön. Jetzt trinke ich aber noch nicht, gell? Was kosten heute Gummibärchen, Frau Kaufmann? Gummibärchen sind heute umsonst, junger Herr. Bitte sehr. Danke, Herr. Da. Danke. So, jetzt müssen wir weitermachen, gell? Prost, Frau Brügger. Danke. Sie haben uns allen hier gefehlt, Vater Hack. Erst wenn was nicht mehr da ist, dann merkt man, wie sehr man es vermisst hat. Das hört man aber gerne. Ohne Sie ist die Straße ja tot. Was sag ich, das ganze Viertel? Sie sind ja der bekannteste Junggeselle der ganzen Gegend. Ja, nur einkaufen tun Sie dann alle im Supermarkt. Ne? Na, ein Bierchen für die Polizei? Okay, nicht im Dienst. Oder was, Sie brauchen doch nicht zu fahren. Guckt auch keiner zu, ne? Na denn. Der Arzt hat Ihnen doch bestimmt Schonung verordnet. Ist denn da so ein Pilz erlaubt? Oh, erlaubt ist, was Spaß macht. Aufregen soll ich mich nicht. Aber dass die älteren, also dass die alten Menschen immer so beschissen werden und sich dann auch noch alles gefallen lassen, also das regt mich immer noch ein bisschen auf. Na, ihr Blutsauger! Na, Blutsauger! Und na, mit denen! Nun sind wir wieder oben auf, was? Hoffentlich hast du aus diesem gesundheitlichen Denkzettel was gelernt, Alfred. Oh. Was wünschen Sie, meine Herrschaften? Oder darf es ein bisschen mehr sein? Ja, wo hast du denn deine hübsche Mutter mit ihrem bayerischen Herzbuben gelassen, du? Die bringen uns eine Spinnerin heim. Frau Schäfer? Ja. Hast du gewusst, dass sie hell sehen kann? Nee. Was hast du denn hell gesehen? Dass die Schäfer nimmer lang bei uns bleibt. Du und ich kann überall Wasseradern aufspüren. Das glaube ich doch nicht. Ja, doch. Oh. Und nicht nur Wasser, nein. Alle Flüssigkeiten. Oh, ja, hier. Oh, hier hast du eine Brause. Was? Lieber Heinrich, ich danke dir und deinen Männern für diesen wundervollen Einstand und hoffe, dass du und deine Jungs einen ordentlichen Durst mitgebracht haben. Haben wir. Die Freiwillige Feuerwehr in Bünnel bedankt sich bei dem neuen Eigentümer mit einem kräftigen Ho! 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 Hört ihr mal ran. So, liebe Frau Schäfer, und das ist jetzt die Urkunde, die Ihnen ein lebenslanges Wohnrecht auf dem Hof garantiert. Wissen Sie, Herr Gotz, ich weiß ja nicht, wie ich Ihnen danken soll. Ja, ich brauche doch jemanden, der mir Bescheid sagt, wenn ein Stück Vieh weggelaufen ist. Ja. Frau Schäfer, ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen alles Gute. Vielen Dank für alles, was Sie für mich getan haben. Und keine andere Familie in die Schweiz. Versprochen. Und für Sie beide die besten Wünsche für Ihre erfolgreiche Ehe. Woher wissen Sie denn, dass wir heiraten wollen? Und dass unsere Ehe gut geht. Sie stehen genau mitten im Hexenkreis.
Christoph Löhlein. Christoph Sager. Neuer Anzug? Nein, nur frisch gebügelt. Schaut sehr gut aus. Danke. Bitte. Hallo, Kollegin. Für unseren großen Triumph eine kleine, sprudelnde Überraschung. Auf uns sind zwei Turteltauben, gell? Normalerweise müsste ja mein Bruder einen Trink ausgeben, aber der hatte nur das eine im Kopf, gell? Wie schaut's aus? Zwei frische Gläser? Oh, nicht in der Bank. Na, dann gehen wir doch zu mir. Aber Sascha. Damit du nie mehr sagen kannst, ich hätte unsere Hochzeit verhindert. Rodney List. Ihr Pech, Herr Dr. Sagerer. Jetzt sind sie dran. Sie aber auch, Frau Dr. Sagerer. Moment, noch sind wir nicht verheiratet, gell? Und hinterher gehen wir ganz groß essen. Kaviar und Champagner. Moment, wir bestellen nur das Aufgebot. Was machst du, wenn wir wirklich heiraten? Gibt's doppelte Portion. Grüß Gott. Wenn ich eine persönliche Bemerkung machen darf, gnädige Frau, ich bewundere Sie. Respekt vor Ihrem mutigen Entschluss. Danke. Eine solche Ehe einzugehen, erfordert ein hohes Maß an menschlichem Mitgefühl und Selbstaufgabe. Ja, können wir jetzt anfangen, oder was bremst? Sobald der zukünftige Gatte eingetroffen ist. Hoffentlich ist ihm nichts passiert. Ja, aber da sitzt er doch. Wo? Ja, neben mir. Das ist unmöglich. Seien Sie mir nicht böse, aber ich habe mir ihn freiwillig ausgesucht. Der Herr in Ihrer Begleitung macht mir nicht den Eindruck eines über 80-Jährigen. Ich fühle mich auch gar nicht so. Dann sind Sie laut Geburtsurkunde auch nicht der Bräutigam. Ralf Maria Sagerer. Ja, hier. Geboren 1907. Das war mein Großvater. Der hieß genauso wie ich. Das darf doch nicht wahr sein. Nein, nicht schon wieder. Das würde ja bedeuten, alles noch mal von vorne. Alles noch mal von vorne. Ja. Heißt das alles von vorn? Ja? Jablicek? Jablicek, gut Telefon. Ja, der Sagerer. Rodney List. Alles von Fonski. Alles wieder von vorne. Alles von vorne. Wenn du noch magst. Thank you.
ist. Es ist nur so rausgerutscht. Ciao. 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 Dort ist 2200 geboten, hinten links zum ersten und zum zweiten und niemand mehr. Kurs 326.8. Ja, werde ich für Sie alles erledigen. Gablicek? Gablicek, gut Telefon. Ja, sage. Das ist der Rodelist. Hallo? Ja, ist er da. Ja, Rodelist, copy. Warte, ob Sie bitte. Dobrze. Ja? Tak jasný. Spasibo, tovarisch. Wenn ich sage. Und? Ich sag's ja, die Tschechen sind wirklich schnelle Leute. Jetzt haben die nach 6 Wochen endlich begriffen, dass mein Bruder eine Geburtsurkunde braucht. Wieso noch eine? Die erste ist doch unterwegs. Heise. Ich sag nur mal, 2 sind besser als keine. Und ich hoffe nur, dass mein Bruder mir das wirklich honoriert. Guten Tag, Fräulein Ferne. Wie geht's denn meiner Schwägerin? Da haben Sie uns was Schönes eingebrockt, mein lieber Schwan. Ich weiß schon, weshalb ich seit 40 Jahren nicht mehr mit ihr rede. Ja, ja. Grüß Gott, Frau Heisek. Sonst ist die Frau Heininger nicht im Haus. Ah, das tut mir leid, ist das? Frau Heise, machen wir doch bitte eine Abschrift davon. Ja, ja. Fanny. Ja. Was machen Sie denn da? Oh, mein Herr Doktor. Wenn Sie wüssten, was bei uns daheim los ist. Diese Schäfer hat alle blauen Gardinen abgehängt, weil blau ist die Farbe des Bösen, sagt sie. Um Gottes Willen, was machen wir denn da? Schickt mir einen blauen Brief, hm? Das war ein Kreuz mit der Frau. Fanny, das wär's schon. Fanny, ich hätte jetzt da noch eine Frage. Sagen Sie mal, war eigentlich in letzter Zeit Vandalen öfter da? Ach, na ja, ein paar Mal hat er die Frau Julia abgeholt. Warum stimmt was nicht? Doch, Fanny, es ist alles in Ordnung. Hey, Bruderherz, die Geburtsurkunde kommt. Ja, wer es glaubt, wird selig. Mit Beharrlichkeit und Einfühlungsvermögen für die Psyche der Völker des Ostens. Da weißt du, der eine hat's, der andere hat's eben nicht. Und du hast das, gell? Ach, Herr Doktor, bitte denken Sie an Ihren Termin beim Senat. Ja, ich bin ja schon unterwegs. Gut. Was hat er denn? Das war's im Busch, wenn Sie mich fragen. Ja, und was? Das krieg ich schon heraus. Und Sie, junger Mann, können mir dabei helfen. Dich? Ja, Sie. Da. Ich schaff's einfach nicht. Das wäre dann nie was. Das weiß ich jetzt schon. La Rue, die Ruhe. Nicht? Wenn du jetzt anfängst zu tütteln, du, dann wird es wirklich nichts. Gut, die Platte ist ja ganz locker. Die hast du gar nicht richtig eingespart. So, und nun das Sägeblatt. Immer schön gerade führen. Schön gerade. Klaus, mach mal. Wenigstens bin ich froh, dass du wieder da bist. Und ich erst du. Warum muss man eigentlich Brautpaaren was schenken?
Die Sache aufzudecken war gar nicht so schwierig. Aber dahinter zu kommen, wie die drei den Devisenschwindel eingefädelt haben, der Rat allein hat es ja nicht sein können. Hättest du gedacht, dass der eiskaltes Geld in der eigenen Bank deponiert? Darauf muss man erst mal kommen. Na, schon ein raffinierter Hund. Wo ist denn jetzt überhaupt der Rat? In Untersuchungshaft. Hast Sehnsucht nach ihm, kannst du ihn besuchen. Täglich zwischen 14 und 16 Uhr. Danke, darauf kann ich verzichten. Trotzdem meine Gratulation für deine kriminalistische Spürnase. Das ist schon der dritte Boy heute, Dennis. Wir sind in Grün. Ich bin doch kein Hochhaus. Du wolltest doch Baseball spielen. Und überhaupt, was für das Zeug denn hier? Der Ralf hat mal aus Amerika mitgebracht. Wer ist denn das? Mein zukünftiger Vater. Was? Ja, den wo meine Mama irgendwann einmal heiratet. Wann? Demnächst. Hast du schon ein Hochzeitsgeschenk? Ja, bloß auf. Hätte ich mich bloß in zu der saublöden Laubsägerei überreden lassen. Zu der saublöden. So, Freund Fanny. 1, 2, 3, 4, 50, 70, 90, 500. Zurecht? Mhm. Passt schon, Herr Graumeier. Geld und Sie denken bei Gelegenheit an den Maria Theresientaler. Wollen Sie Geld nicht einmal vielleicht in ein paar schöne festverzinsliche anlegen? Nein, nein. Maria Theresia ist schöner wie ihre festverzinslichen. Wiederschauen, gell? Wiederschauen. No. Die habe ich aber auch schon einmal fröhlicher gesehen, Herr Löhlein. Manchmal ist einem nicht danach zumute. Was ist denn? Fräulein Fanny, ich bin jetzt seit 30 Jahren im Beruf. Und ich habe in der ganzen Zeit nie über mein Privatleben geredet. Dann wird es aber höchste Zeit. Weil wer seinen Kram dauernd runterschluckt, der kriegt sie Magen. Das sagt meine Frau ja auch immer. Und recht hat sie. Ja. Aber leider ist meine Frau noch mehr davon betroffen als ich. Herrschaftszeiten, jetzt aber raus mit der Sprache zum Donnerwetter noch mal. Das ist eine sehr unangenehme Sache. Guten Tag. Aber wenn es so arg ist, wollen Sie nicht mit Ihrer Chefin darüber reden? Nein, ich bleibe dabei. Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps. Herr Löhlein. Also jetzt einmal ganz in Ruhe, Herr Löhlein. Die Frau Schäfer ist also Ihre Schwester? Nein, es ist die Schwester meiner Frau. Ach so. Sie hat einen Hof in Holstein, aber ich glaube nicht mehr lange. Ach, und warum nicht? Der Hof soll enteignet werden. Wie das? Vor 8 Wochen ist Ihr Mann gestorben. Ja und, was hat denn das eine mit dem anderen zu tun? Er war wohl mit den Hypothekenzinsen ein bisschen im Rückstand. Ein bisschen sehr vermutlich. Und warum will sie nicht auf den Hof zurück? Sie hat Angst vor dem Gerichtsvollzieher. Und deswegen möchte sie jetzt bei Ihnen bleiben? Ja, und das genau geht eben nicht. Hat sie Ihnen denn gesagt, wie lange sie bei Ihnen bleiben möchte? Nein. Wir reden doch seit 40 Jahren nicht mehr miteinander. Mein Gott. Aber der armen Frau muss doch geholfen werden. Immer schön der Reihe nach, Fanny. So, Frau Schäfer. Jetzt machen Sie es erstmal bequem, bis wir wissen, wie es weitergeht. Und wenn Sie irgendwelche Wünsche. Die haben doch gerne einen Spaß. Die müssen doch uns was schenken. Tja, da hast du recht. Aber vielleicht ahnen viele schon, dass das mit Spaß gar nicht so weit her ist. Warst du eigentlich schon mal verheiratet? Da habe ich aufgepasst. Ja, aber du hast nicht aufgepasst. Das habe ich dir alles schon mal erzählt. Ja, ja, wenn du jetzt nicht aufpasst, dann säbelst du dir einen Finger. Die Schaumann.
Der arme Dr. Sacker. Das ist doch skandalös, sowas. Eine Tätowierung. Bleibt ihm da der Anstand. Tja, warum soll sich nicht auch eine Frau einen hübschen Matrosen auf dem Oberschenkel malen lassen, ne? Sei bitte nicht geschmacklos, Alfred, ja? Ja, was glaubst du denn, was sie sich tätowieren lässt? Rembrandt? Also, du bist unmöglich, Alfred, wirklich. Du, Fanny, ich hab ne Idee. Warum gehst du nicht einfach zu ihr hin und frag sie mal? Ja, sonst noch was. Da hätte ich mir ja lieber die Zunge abbeißen. Na, noch dazu, wo jetzt auch noch diese Person im Haus umeinander geistert. Stell dir vor, gestern hat sie gesagt, unser Fernseher wie ein negatives Magnetfeld. Tja, damit könnte sie sogar recht haben, ne? Was willst du jetzt damit sagen, ha? Wenn ich mir überleg, was manchmal so über den Bildschirm flimmert, oft ganz schön negativ, du. Morgen, Maxi. Morgen, Mama. Hast du gut geschlafen? Mhm. Was ist denn? Geh doch schon mal runter, das Frühstück ist gleich fertig. Ich komm nach. Mhm. Entschuldigen Sie, Frau Julia. Ja, Fanny, was ist denn? Möchten Sie lieber einen Tee oder einen Kaffee zum Frühstück? Ja, einen Tee, wie immer. Ein Tee. Fanny, was ist denn? Nix. Überhaupt nix. Gar nix, Frau Julia. Also ein Tee, haben Sie gesagt, gell? Ja. Was ist denn jetzt wieder los? Ach Gott, ach Gott, ach Gott. Ich komme aus der Küche, da ist das Vieh. Na, Ratte. Ratte im Haus bringt Not und Tod und Groß. Ist doch keine Ratte. Der Hansi ist wieder mal abgehauen. Wenn ich jetzt auch noch zum Spinnen anfange, dann sind wir bei der Narrenhaus. Wir haben uns gedacht, die Öko-Beef hat sich in letzter Zeit so gut entwickelt, dass sie sicher Expansionspläne haben, Herr Glotz. Also die Bodenwerte wären für meine Zwecke ideal. Reines Weideland. Höchstens 30, 35 Punkte. Und wenn der Preis stimmt, dann wäre ich ja der Sache nicht abgeneigt, ne? Wenn ich ein Ochs wäre, also mir würd's hier schmecken. Also, Herr Dr. Sagerer, seit Ihrem letzten Besuch haben Sie richtig was dazugelernt. Man wächst ja mit seiner Kundschaft. Ja, mit den Gummistiefeln, ne? Ach so, ja. Ja, der Preis, der läge jetzt... Zukünftige Frau und ich auch eingeladen? Ja, selbstverständlich. Haben Sie schon ein Hochzeitsgeschenk für Ihren Mann? Genau darüber wollte ich mit Ihnen reden. Schießen Sie los. Sie müssen mir versprechen, dass Sie nicht über mich lachen. Ich schwöre, ich lache nie. Sehen Sie, jetzt lachen Sie eben doch. Nein, das ist nur die Freude über so eine ausgefallene Idee. Natürlich kann ich Ihnen helfen. Soll ich Sie hinbringen? Muss ich da persönlich hin? Ich fürchte ja. Aber keine Sorge um den guten Ruf. Ich war schon mit der Frau des Bundesbankpräsidenten da. Was ist denn da los? Suchen Sie was, Frau Schäfer? Ja, Wasseradern. Hier unten ist alles voller Wasseradern. Das ist ungesund fürs Wohlbefinden. Warum? Warum? Weil es immer schon so gewesen ist. Hat die Frau oder was? Na, aber die spinnt. Ach du Schande. Was soll denn das? Ob die was gegen Vampire hat? Jedenfalls reicht der Knoblauch für die Spaghetti aus den nächsten 30 Jahren. Die hat einen Rat ab. Meine Damen und Herren, wir kommen jetzt zur Katalognummer 34. Eine Jagdszene, ein Gobelin aus dem 17. Jahrhundert in Brüssel gefertigt.
35.000 Mark ist unsere Forderung und 32.000 Mark sind mir geboten. 35 ist dort hinten geboten. 35.000 Mark ist dort hinten geboten zum ersten und zum zweiten. Und niemand mehr als nur 35.000 Mark. Hier in der Mitte sind 38. 38.000 sind hier in der Mitte geboten. 38.000 Mark zum ersten und zum zweiten. Und niemand mehr als nur 38.000. 41 ist hier vorne. 41 hier vorne zum ersten und zum zweiten. Und niemand mehr als nur 41.000 Mark. Dann schlage ich es fest zu für 41.000 Mark zum dritten. Für die Bieternummer 135. Dankeschön. Meine Damen und Herren, wir kommen jetzt zur Katalognummer 1. Bea! Herr Doktor sucht ein Hochzeitgeschenk für seine Frau. Na, das hätte ich mir ja denken können, dass du dich auf solchen Veranstaltungen herumtreibst. Woher weißt du überhaupt, dass ich heiraten will? Die Spatzen pfeifen erst von Dach. So. Außerdem zucke ich auch ein Hochzeitsgeschenk für meinen Mann. Ach so, ja, ich gratuliere übrigens. Danke. Und suchst was Bestimmtes? Einen alten Spieltisch, frühes 19. Jahrhundert. Und du? Ach, mein Gott, tut das, wenn ich wüsste. Die Julia, die steht auf Spiegel und Lampen und Gläser und lauter solches altes Zeug. Da ist doch schon etwas Schönes. Venezianische Matschlift 1743. 10.000 Mark. Entschuldige mal bitte, für 10.000 Mark. Da kriege ich einen ganzen Küchenschrank voller Gläser. Es ist ein Einzelstück, Cherie. Ich kombiniere, Herr Doktor, ist in Schwierigkeiten? Ja, pass auf. Ich ernenne dich jetzt zu meiner Beraterin. Und zwar ersteigerst du was für die Julia und als Provision für dich eine Kleinigkeit dazu. Aber es darf natürlich niemand was davon erfahren. Okay, aber nicht auf diese Balance-Option. Du hast völlig freie Hand. 10.000 Mark. Jetzt überlege mal, wenn das ein Grieche kauft. Wieso ein Grieche? Wenn die ein Glas leer getrunken haben, dann werfen sie es immer hinter sich. Du bist ein Schatz. Hast du übrigens gewusst, dass Julia und Vandalen sich in letzter Zeit erstaunlich oft treffen? Na und? Oh, sie haben, lassen Sie es nur sagen. Ja. Ja, wenn ich ein großes Kissen haben könnte. Ich habe zu Hause immer ein großes, weiches Kissen. Fanny, haben wir ein großes, weiches Kissen. Mhm. Ja, und wenn ich das Bett umstellen könnte. Ich habe nämlich nicht Jan den Mund im Rücken. Machen Sie es ganz so, wie Sie wollen. Ach, Sie haben ein zu gutes Herz, Frau Heininger. Eine wirklich vielen Dank. Und wenn ich mich irgendwie nützlich machen kann, also da kenne ich nichts. Na, wenn Sie Lust haben, können Sie ja drüben beim Herrn Dr. Sagerer Ordnung machen. Hm? Ja, das mache ich. Und Freund Fanny helfe ich auch gerne. Ich bin nämlich ein ganz häuslicher Mensch. Aha. Ja. Was für ein Mist, der Dreker da! Maria und Josef, was hast du denn jetzt angestellt, Bub? Ja, du hast dir selber gesagt, dass ich nicht in der Küche sägen soll. Ja, aber das heißt doch nicht, dass du stattdessen der Mama ihre Antiquitäten zerbröseln sollst. Oh, mei, oh, mei. Hoffentlich bringe ich das wieder hin, ohne dass sie was merkt. Saublädi, Hochzeit, Saublädi. So. Frau Schäfer, darf ich Ihnen behilflich sein? Ja, danke schön. Sie sind ja ein richtiger Kavalier, ne? Ja. Also, schönes Anwesen. Ja. Wie viel Grund hat denn das? 30 Hektar. Aha. Und Tiere haben Sie keine mehr? Drei Kühe hat man noch nach der Maulen Klauen, solche damals vor 5 Jahren. Aber dann hat Erwin sie verkauft, weil es durchs Dach geregnet hat. Dann haben Sie jetzt gar keine Viecher mehr am Hof? Nee, jetzt haben wir keine. Nee, nun bin ich auch nicht mehr da, ne? Wer ist denn das? Ich hab's doch gewusst, der Herr Gerichtsvollzieher. Nur die Ruhe, Frau Schäfer. Geht's mal ins Haus. Ich mach das schon. Also, nur kommen. Grüß Gott. Gott. Sagerer, Bayernbank. Ja. So. Na, nun kommen Sie mal rein. Ja. Hier haben Sie also mit Ihrem Mann gelebt. Ja, über 30 Jahre. Ja. Ach, ja.
Frau Schäfer, es geht mich zwar nichts an und Sie brauchen mir natürlich auch keine Antwort geben, aber warum reden Sie denn mit Ihrer Schwester seit über 40 Jahren kein Wort mehr? Weil sie hat mir meinen Mann weggenommen. Ihren Erwin? Dem Löhlein. Mit mir ist er das erste Mal tanzen gegangen. Und dann hat er meine Schwester genommen. Aber Sie haben doch dann Ihren Erwin geheiratet. Das war was anderes. Ja. Ach, Gott, nee, nee. So. Da hat er gesessen. Die ganzen Jahre. Jeden Abend. Der Erwin. Ja. Was hast du mit dem Gerichtsvollzieher gemacht? Ich habe ihm bloß klargemacht, dass sein wahrscheinlich größter Erfolg der ist, wenn er die Frau Schäfer nicht antrifft. Na, ist er nun ein guter Mensch? Ist er. Nee, ich meine den Herrn Gerichtsvollzieher. Aha, sehr gut. Danke. Tja, da können wir uns ja nur gratulieren. Sind meine Zwei. Nein, mit mir ist er das erste Mal tanzen gegangen. Und dann hat er meine Schwester genommen. Aber Sie haben doch dann Ihren Erwin geheiratet. Das war was anderes. Ja. Ach, Gott, nee, nee. So. Da hat er gesessen. Die ganzen Jahre. Jeden Abend. Der Erwin. Ja. Was hast du mit dem Gerichtsvollzieher gemacht? Ich habe ihm bloß klargemacht, dass sein wahrscheinlich größter Erfolg der ist, wenn er die Frau Schäfer nicht antrifft. Na, ist er nun ein guter Mensch? Ist er. Nee, ich meine den Herrn Gerichtsvollzieher. Aha, sehr gut. Danke. Tja, da können wir uns ja nur gratulieren. Sind meine zukünftige Frau und ich auch eingeladen? Ja, selbstverständlich. Haben Sie schon ein Hochzeitsgeschenk für Ihren Mann? Genau darüber wollte ich mit Ihnen reden. Schießen Sie los. Sie müssen mir versprechen, dass Sie nicht über mich lachen. Ich schwöre, ich lache nie. Sehen Sie, jetzt lachen Sie eben doch. Nein, das ist nur die Freude über so eine ausgefallene Idee. Natürlich kann ich Ihnen helfen. Soll ich Sie hinbringen? Muss ich da persönlich hin? Ich fürchte ja. Aber keine Sorge um den guten Ruf. Ich war schon mit der Frau des Bundesbankpräsidenten da. Was ist denn da los? Suchen Sie was, Frau Schäfer? Ja, Wasseradern. Hier unten ist alles voller Wasseradern. Das ist ungesund fürs Wohlbefinden. Warum? Warum? Weil es immer schon so gewesen ist. Hat die Hau oder was? Na, aber die spinnt. Ach du Schande. Was soll denn das? Ob die was gegen Vampire hat? Jedenfalls reicht der Knoblauch für die Spaghetti-Sauce der nächsten 30 Jahre. Die hat einen Rat ab. Meine Damen und Herren, wir kommen jetzt zur Katalognummer 34. Eine Jagdszene, ein Gobelin aus dem 17. Jahrhundert in Brüssel gefertigt. 35.000 Mark ist unsere Forderung und 32.000 Mark sind mir geboten. 35 ist dort hinten geboten. 35.000 Mark ist dort hinten geboten zum ersten und zum zweiten. Und niemand mehr als nur 35.000 Mark. Hier in der Mitte sind 38. 38.000 sind hier in der Mitte geboten. 38.000 Mark zum ersten und zum zweiten. Und niemand mehr als nur 38.000. 41 ist hier vorne. 41 hier vorne zum ersten und zum zweiten. Und niemand mehr als nur 41.000 Mark. Dann schlage ich es fest zu
für 41.000 Mark. Zum dritten. Für die Bieternummer 135. Dankeschön. Meine Damen und Herren, wir kommen jetzt zur Katalognummer 135. Bea! Herr Doktor sucht ein Hochzeitgeschenk für seine Frau. Na, das hätte ich mir ja denken können, dass du dich auf solchen Veranstaltungen herumtreibst. Woher weißt du überhaupt, dass ich heiraten will? Die Spatzen pfeifen es vom Dach. So. Außerdem zucke ich auch ein Hochzeitsgeschenk für meinen Mann. Ach so, ja, ich gratuliere übrigens. Danke. Und, suchst du was Bestimmtes? Einen alten Spieltisch, frühes 19. Jahrhundert. Und du? Ach, mein Gott, tut das, wenn ich wüsste. Die Julia, die steht auf Spiegel und Lampen und Gläser und lauter solches altes Zeug. Da ist doch schon etwas Schönes. Venezianische Matschlift 1743. 10.000 Mark. Entschuldige mir bitte, für 10.000 Mark da kriege ich einen ganzen Küchenschrank voller Gläser. Es ist ein Einzelstück, Cherie. Ich kombiniere, Herr Doktor, ist in Schwierigkeiten? Ja, pass auf. Ich ernenne dich jetzt zu meiner Beraterin. Und zwar ersteigerst du was für die Julia und als Provision für dich eine Kleinigkeit dazu. Aber es darf natürlich niemand was davon erfahren. Okay. Aber nicht auf diese Balance rauf. Ja, du hast völlig freie Hand. 10.000 Mark. Jetzt überlege mal, wenn das ein Grieche kauft. Wieso ein Grieche? Wenn die ein Glas leer getrunken haben, dann werfen sie es immer hinter sich. Du bist ein Schatz. Hast du übrigens gewusst, dass Julia und Vandalen sich in letzter Zeit erstaunlich oft treffen? Na und? Oh, vergiss es. Ist nur so rausgerutscht. Ciao. 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 Dort ist 2200 geboten, hinten links zum ersten und zum zweiten und niemand mehr. Kurs 326.8. Ja, werde ich für Sie alles erledigen. Gablicek? Gablicek, gut Telefon. Ja, sage. Das gehört der Rodelist. Ano? Ja, ist das ja, Rodelist, copy. Wartet, ob Sie bereit sind. Ja? Tak jasný. Spasibo, tovarisch. Není zač. Und? Ich sag's ja, die Tschechen sind wirklich schnelle Leute. Jetzt haben die nach 6 Wochen endlich begriffen, dass mein Bruder eine Geburtsurkunde braucht. Wieso noch eine? Die erste ist doch unterwegs. Heise. Ich sag mir mal, 2 sind besser als keine. Und ich hoffe nur, dass mein Bruder mir das wirklich honoriert. Guten Tag, Fräulein Ferne. Wie geht's denn meiner Schwägerin? Da haben Sie uns was Schönes eingebrockt, mein lieber Schwan. Ich weiß schon, weshalb ich seit 40 Jahren nicht mehr mit ihr rede. Ja, ja. Grüß Sie, gut, Frau Heise. Sonst ist die Frau Heininger nicht im Haus. Ah, das tut mir leid. Ist das Frau Heise, machen wir doch bitte eine Abschrift davon. Ja, ja. Fanny. Gern. Was machen Sie denn da? Oh, mein Herr Doktor. Wenn Sie wüssten, was bei uns daheim los ist. Diese Schäfer hat alle blauen Gardinen abgehängt, weil blau ist die Farbe des Bösen, sagt sie. Um Gottes Willen, was machen wir denn da? Schickt mir einen blauen Brief, hm? Das war ein Kreuz mit der Frau. Fanny, das wär's schon. Fanny, ich hätte jetzt da noch eine Frage. Sagen Sie mal, war eigentlich in letzter Zeit Vandalen öfter da? Ach, na ja. Ein paar Mal hat er die Frau Julia. Die Sache aufzudecken war gar nicht so schwierig. Aber dahinter zu kommen, wie die drei den Devisenschwindel eingefädelt haben, der Rat allein hat es ja nicht sein können. Hättest du gedacht, dass der eiskaltes Geld in der eigenen Bank deponiert? Tja, darauf muss man erst mal kommen. Na, schon ein raffinierter Hund. Wo ist denn jetzt überhaupt der Rat? In Untersuchungshaft. Hast Sehnsucht nach ihm, kannst du ihn besuchen. Täglich zwischen 14 und 16 Uhr. Danke, darauf kann ich verzichten. Trotzdem meine Gratulation für deine kriminalistische Spürnase.
Das ist schon der dritte Ball heute, Dennis. Das will ich ihn kriegen. Ich bin doch kein Hochhaus. Du wolltest doch Baseball spielen. Und überhaupt, was ist das Zeug denn hier? Der Ralf hat es mir aus Amerika mitgebracht. Wer ist denn das? Mein zukünftiger Vater. Was? Ja, den wo meine Mama irgendwann einmal heiratet. Wann? Demnächst. Hast du schon ein Hochzeitsgeschenk? Ja, bloß auf. Hätte ich mich bloß in zu der saublöden Laubsägerei überreden lassen. Zu der saublöden. So, Frau Fanny. 1, 2, 3, 4, 50, 70, 90, 500. Zurecht? Mhm. Passt schon, Herr Graumeier. Geld und Sie denken bei Gelegenheit an den Maria Theresientaler. Wollen Sie Geld nicht einmal vielleicht in ein paar schöne Festverzinsliche anlegen? Nein. Maria Theresia ist schöner wie ihre Festverzinslichen. Wiederschauen, gell? Wiederschauen. No? Sie habe ich aber auch schon einmal fröhlicher gesehen, Herr Löhlein. Manchmal ist einem nicht danach zumute. Was ist denn? Fräulein Fanny, ich bin jetzt seit 30 Jahren im Beruf. Und ich habe in der ganzen Zeit nie über mein Privatleben geredet. Dann wird's aber höchste Zeit. Weil wer seinen Kran dauernd runterschluckt, der kriegt sie im Magen. Das sagt meine Frau ja auch immer. Und recht hat sie. Ja. Aber leider ist meine Frau noch mehr davon betroffen als ich. Herrschaftszeiten, jetzt aber raus mit der Sprache zum Donnerwetter noch mal. Das ist eine sehr unangenehme Sache. Guten Tag. Aber wenn es so arg ist, wollen Sie nicht mit Ihrer Chefin darüber reden? Nein, ich bleibe dabei. Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps. Also jetzt einmal ganz in Ruhe, Herr Löhlein. Die Frau Schäfer ist also Ihre Schwester? Nein, es ist die Schwester meiner Frau. Ach so. Sie hat einen Hof in Holstein, aber ich glaube nicht mehr lange. Ach, und warum nicht? Der Hof soll enteignet werden. Wie das? Vor 8 Wochen ist Ihr Mann gestorben. Ja und, was hat denn das eine mit dem anderen zu tun? Er war wohl mit den Hypothekenzinsen ein bisschen im Rückstand. Ein bisschen sehr vermutlich. Und warum will sie nicht auf den Hof zurück? Sie hat Angst vor dem Gerichtsvollzieher. Und deswegen möchte sie jetzt bei Ihnen bleiben? Ja, und das genau geht eben nicht. Hat sie Ihnen denn gesagt, wie lange sie bei Ihnen bleiben möchte? Nein, wir reden doch seit 40 Jahren nicht mehr miteinander. Mein Gott, aber der armen Frau muss doch geholfen werden. Immer schön der Reihe nach, Fanny. So, Frau Schäfer, jetzt machen Sie es erstmal bequem, bis wir wissen, wie es weitergeht. Und wenn Sie irgendwelche Wünsche haben, brauchen Sie es nur sagen. Ja, wenn ich ein großes Kissen haben könnte. Ich habe zu Hause immer ein großes, weiches Kissen. Fanny, haben wir ein großes, weiches Kissen? Mhm. Ja, und wenn ich das Bett umstellen könnte. Ich habe nämlich nicht gern den Mond im Rücken. Machen Sie es ganz so, wie Sie wollen. Ach, Sie haben ein zu gutes Herz, Frau Heininger. Ne? Wirklich, vielen Dank. Und wenn ich mich irgendwie nützlich machen kann, also da kenne ich Lust. Na, wenn Sie Lust haben, können Sie ja drüben beim Herrn Dr. Sagerer Ordnung machen. Ne? Ja, das mache ich. Und Freund Fanny helfe ich auch gerne. Ich bin nämlich ein ganz häuslicher Mensch. Aha. Ja. So ein Mistbricker da. Maria und Josef, was hast du denn jetzt angestellt, Bub? Ja, du hast ja selber gesagt, dass ich nicht in der Küche sägen soll. Ja, aber das heißt doch nicht, dass du stattdessen der Mama ihre Antiquitäten zerbröseln sollst. Oh mei, hoffentlich bringe ich das wieder hin, ohne dass sie was merkt. Saublädi, Hochzeit, Saublädi. So. Frau Schäfer, darf ich Ihnen behilflich sein? Ja, danke schön. Oh, Sie sind ja ein richtiger Kavalier, ne? Ja. Also, schönes Anwesen. Ja. Wie viel Grund hat denn das? 30 Hektar. Aha. Und Tiere haben Sie keine mehr? 3 Kühe hat man noch nach der Maulen Klauen, solche damals vor 5 Jahren. Aber den hat Erwin sie verkauft, weil es durchs Dach geregnet hat. Dann haben Sie jetzt gar keine Viecher mehr am Hof? Nee, jetzt haben wir keine. Nee, nun bin ich auch nicht mehr da, ne? Oh. Wer ist denn das? Ich hab's doch gewusst, der Herr Gerichtsvollzieher. Nur die Ruhe, Frau Schäfer.
Geht's mal ins Haus. Ich mach das schon. Also nur komm. Gut. Gut. Sager, Bayernbank. So. Na, nun kommen Sie mal rein. Ja. Hier haben Sie also mit Ihrem Mann gelebt. Ja. Über 30 Jahre. Ja. Ja. Frau Schäfer, es geht mich zwar nichts an und Sie brauchen mir natürlich auch keine Antwort geben, aber warum reden Sie denn mit Ihrer Schwester seit über 40 Jahren kein Wort mehr? Weil sie hat mir meinen Mann weggenommen. Ihren Erwin? Dem Löhl. Ja, abgeholt. Warum stimmt was nicht? Doch, Fanny, es ist alles in Ordnung. Hey, Bruderherz, die Geburtsurkunde kommt. Ja, wer es glaubt, wird selig. Mit Beharrlichkeit und Einfühlungsvermögen für die Psyche der Völker des Ostens. Da weißt du, der eine hat's, der andere hat's eben nicht. Und du hast das, gell? Ach, Herr Doktor, bitte denken Sie an Ihren Termin beim Senat. Ja, ich bin ja schon unterwegs. Gut. Was hat er denn? Das ist im Busch, wenn Sie mich fragen. Ja, und was? Das krieg ich schon heraus. Und Sie, junger Mann, können mir dabei helfen. Dich? Ja, Sie. Da. Ich schaff's einfach nicht. Das wäre dann nie was. Das weiß ich jetzt schon. La Rue, die Ruhe. Nicht? Wenn du jetzt anfängst zu tütteln, du, dann wird das wirklich nichts. Gut, die Platte ist ja ganz locker. Die hast du gar nicht richtig eingespart. So, und nun das Sägeblatt. Immer schön gerade führen. Schön gerade. Klaus, mach mal. Wenigstens bin ich froh, dass du wieder da bist. Und ich erst du. Warum muss man eigentlich Brautpaaren was schenken? Die haben doch gerne einen Spaß. Die müssen doch uns was schenken. Tja, da hast du recht. Aber vielleicht ahnen viele schon, dass das mit Spaß gar nicht so weit her ist. Warst du eigentlich schon mal verheiratet? Da habe ich aufgepasst. Ja, aber du hast nicht aufgepasst. Das habe ich dir alles schon mal erzählt. Ja, ja, wenn du jetzt nicht aufpasst, dann säbelst du dir einen Finger. Die Schaumann. Der arme Dr. Sager. Das ist doch skandalös, sowas. Eine Tätowierung. Bleibt ihm da der Anstand? Tja, warum soll sich nicht auch eine Frau einen hübschen Matrosen auf dem Oberschenkel malen lassen, ne? Sei bitte nicht geschmacklos, Alfred, ja? Ja, was glaubst du denn, was sie sich tätowieren lässt?
Rembrandt? Also, du bist unmöglich, Alfred, wirklich. Du, Fanny, ich hab ne Idee. Warum gehst du nicht einfach zu ihr hin und frag sie mal? Ja, sonst noch was. Da hätte ich mir ja lieber die Zunge abbeißen. Na, noch dazu, wo jetzt auch noch diese Person im Haus umeinander geistert. Stell dir vor, gestern hat sie gesagt, unser Fernseher wie ein negatives Magnetfeld. Tja, damit könnte sie sogar recht haben, ne? Was willst du jetzt damit sagen, ha? Wenn ich mir überlege, was manchmal so über den Bildschirm flimmert, oft ganz schön negativ, du. Morgen, Maxi. Morgen, Mama. Hast du gut geschlafen? Mhm. Was ist denn? Geh doch schon mal runter, das Frühstück ist gleich fertig. Ich komm nach. Mhm. Entschuldigen Sie, Frau Julia. Ja, Fanny, was ist denn? Möchten Sie lieber einen Tee oder einen Kaffee zum Frühstück? Ja, einen Tee, wie immer. Ein Tee. Fanny, was ist denn? Nix. Überhaupt nix. Gar nix, Frau Julia. Also ein Tee, haben Sie gesagt, gell? Ja. Was ist denn jetzt wieder los? Ach Gott, ach Gott, ach Gott. Ich komme aus der Küche, da ist das Vieh. Eine Ratte. Ratte im Haus bringt Not und Tod und Groß. Ah, ist doch keine Ratte. Der Hansi ist wieder mal abgehauen. Wenn ich jetzt auch noch zum Spinnen anfange, dann sind wir bei der Narrenhaus. Wir haben uns gedacht, die Öko-Beef hat sich in letzter Zeit so gut entwickelt, dass sie sicher Expansionspläne haben, Herr Glotz. Also die Bodenwerte wären für meine Zwecke ideal. Reines Weideland. Höchstens 30, 35 Punkte. Und wenn der Preis stimmt, dann wäre ich ja der Sache nicht abgeneigt, ne? Wenn ich ein Ochs wäre, also mir würde es hier schmecken. Also, Herr Dr. Sagerer, seit Ihrem letzten Besuch haben Sie richtig was dazugelernt. Man wächst ja mit seiner Kundschaft. Ja, mit den Gummistiefeln, ne? Ach so, ja. Ja, der Preis, der läge zwischen 15.000 und 20.000 pro Hektar. Also, das wären dann im schlimmsten Falle 600.000. Zieht denn die Bayernbank mit? Ja, ich denke schon. Aber zuerst einmal müssten Sie natürlich den Zuschlag ersteigern. Naja, ich meine, da könnten Sie mir doch ein bisschen bei helfen, ne? Ja, ich glaube schon, dass sich da was machen lässt. Überlegen Sie sich, Herr Glotz, und wenn nicht, dann haben wir wenigstens einen schönen Spaziergang gemacht. Eben. Ach ja, wegen dem Haus, da wäre noch was zu sagen. Das bräuchten Sie ja nicht, gell? Nö, nicht direkt. Ja, passen Sie mal auf, wir könnten da nämlich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Da haben wir ja schon das Problem, aber... Ja, sicher, ich notiere mir das. Donnerstagnachmittag? Oh, kleinen Moment mal bitte. Hallo, Heise. Ist schon Post auf der Tschechoslowakei? Und mein Bruder? Besprechung will nicht gestört werden. Wahrscheinlich Damenbesuch. Ja. Ich schau später nochmal rein. Tschüss. Ja, alles klar? Donnerstagnachmittag? Nein, das ist schon klar, dass Sie keine weitergehenden Zusagen machen können, aber ich denke, dass wir uns auf dieser Basis verständigen werden. Ja, das glaube ich auch. Ja, wiederhören. Danke, Herr Kollege. Ja, wiederhören. Sie haben ein Erstgebot von 15.000 pro Hektar. Käuferinteresse eher gering. Vielleicht kann der Glotz sogar mit 18 übernehmen. Das wären bei 30 Hektar 540.000 und eine 500.000 für einen zusätzlichen Viehbestand. Ja, das klingt nach einem ganz guten Geschäft. Bezüglich Öko-Beef war der Herr Kollege mit ganz anderer Meinung. Tja, da standen Kollegin Heininger mir auch noch nicht so nahe. Du wirst doch nicht anfangen, das Private mit dem Beruflichen zu verwurzeln. Und du wirst doch nicht warten wollen, bis die Erna Schäfer ganz Hamburg verhext hat. Dann gehen wir zusammen Mittagessen. Tut mir leid, ich bin leider schon vergeben. Betrügst mich schon wieder? Ja, natürlich. Also da bin ich am gespannt, wie oft das passieren wird, wenn wir erst einmal verheiratet sind. Musst du auf der Frau aufpassen. Unbegrenzten Kredit hast du nämlich nicht, gell?
Ja, ja. Was? Ja, ja, das ist Hamburg. Ja, die Telefonnummer ist 040 600 43 45. Ja. Was? Ja. Ja, Sie können sich drauf verlassen. Ich zahle ganz bestimmt. Mit wem haben Sie denn gerade telefoniert, Frau Schäfer, ha? Mit der Zentrale. Mit was denn für einer Zentrale? Mit der Zentrale von meinem Verein. Wo ist denn diese Zentrale? In Lausanne. Aha. In Lausanne. Sie haben also gerade mit der Schweiz telefoniert, stimmt's? Ja, entschuldigen Sie, ich musste... Man muss nämlich immer seinen Aufenthaltsort melden, das ist wegen der Erdstrahlengefahr. Das ist so eine Art Lebensversicherung. Auch da werden ja täglich neue Felder entdeckt. Woher wissen Sie denn das so genau? Aus so Bücher. Wie viele lesen Sie denn davon? 2 jeden Monat. Und was kosten die? 12 Mark pro Stück. Gehe ich recht in der Annahme, dass die Zentrale in Lausanne auch noch was verlangt für die Lebensversicherung gewissermaßen? Ja, 100 Mark jeden Monat. Aber das lohnt sich. Das sollten Sie auch tun, Frau Fanny. Jetzt ist noch Zeit. Wollen Sie nicht eintreten? Danke, danke. Ich kann mich beherrschen. Könnte sein, dass Ihr Mann den Hof gar nicht heruntergewirtschaftet hat, sondern Sie haben das Geld Ihren Schweizer Lebensrettern in den Rachen geschmissen. Ja, aber man muss den Beitrag pünktlich bezahlen. Sonst begibt man sich in Gefahr. Oh mei, das Geschäft mit der Angst. Und die schwarzen Magier hocken in Lausanne und lachen sich in schwarze Fäustchen. Wissen Sie was, Frau Schäfer? Auf diese Geschichte brauche ich jetzt erst mal einen Cognac. Sie auch? Ja. Dein Kredit ist nicht unbegrenzt. Vandalen, zu spät unterwegs. Entschuldigen Sie bitte die Störung, aber in diesem Umschlag steckt die Zukunft Ihres Mannes. Kommen Sie doch rein. Danke. Das Horoskop, das ist aber eine Überraschung. Haben Sie reingeluchst? Aber ich bitte Sie. Nehmen Sie Platz. Mhm, danke. Möchten Sie was trinken? Nein, danke. Machen Sie für mich keine Umstände. Horoskop Jungfrau. Mhm. Jungfrau mit Jupiter im ersten Haus. Die Planetenkonstellation als ewige Uhr. Aha. Der Jungfrau Mann und die Löwe Frau. Ihre Frau wird häufig an ihrer Bequemlichkeit verzweifeln. Aber sie wird respektieren, dass sie sich Zeit nehmen, bevor sie ein Urteil fällen. Sie können mit Geld umgehen. Da ist er her. Und sind ein Anhänger rationaler Erklärungen. Naja. Entschuldigung. Guten Abend. Ja, Fanny, was ist denn? Da wäre der Herr Dr. Sager am Telefon, Frau Julia. Sag ihm doch, ich bin schon im Bett. Schon recht. Gute Nacht. Gute Nacht, Fanny. Lassen Sie Ihre Löwefrau abends nicht zu oft allein. Mhm. Sie könnte das Gefühl bekommen, nicht mehr geliebt zu werden und sich anderswo nach Zuneigung umsehen. Mhm. Was für Perspektiven. Ich glaube, jetzt brauche ich doch was zu trinken. Das gilt doch erst nach der Heirat. Aber wo denken Sie hin? So ein Horoskop gilt ein Leben lang. Zum Wohl.
gesondert besprechen. Ja, warum nicht? Ich muss noch die Bodenproben analysieren lassen, ne? Also, wir hören ja wieder voneinander. Wiederschauen, ich ruf Sie an, Herr Glotz. Herr Dr. Sagerer? Ja. Jo. Wird einer gut? Tschüssing. Natürlich ist es dumm, die ehemalige Geliebte das Hochzeitsgeschenk für die Nachfolgerin kaufen zu lassen. Aber amüsant. Weißt du, was man bei Jun zu Aussehen schenken würde? Na? Einen vergifteten Kamm. Du machst mich neugierig, was ich zur Hochzeit von dir zu erwarten habe. Ach, das ist kein Geheimnis. Einen italienischen Butler, damit ihr endlich lernt, richtige Kaffee vom Spülwasser zu unterscheiden. Immerhin. Besser als ein vergifteter Kamm. Ja. Oh. Oh. Ich will dich in deinem Balztanz nicht stören, aber weißt du, wie die Magnumöl steht? Nicht empfehlenswert. Er hat wie immer keine Ahnung. Ein Papier, das mitten in der Rezession nur 20 Punkte verliert, lässt auf ein exorbitantes Management schließen. Mhm. Darf ich dich darauf aufmerksam machen, Vater, dass die Zeitung, die du gerade in den Händen hältst, 2 Jahre alt ist? Ja. Ja, nichts ist so wertvoll wie Altpapier. Du hättest vor 2 Jahren kaufen müssen. Mein täglicher Nachhilfeunterricht. Mit Geld umzugehen, das ist sein Beruf. Aber ich möchte nicht wissen, an wie viele Millionen er vorbeigegangen ist, ohne sie aufzuheben. Du hast doch selbst gesagt, Vater, ein Spielverderber, der für die anderen nichts übrig lässt. Wisst ihr, was ich bin? Eine glückliche Bigamistin. Na, no. Im Grunde genommen heirate ich ja euch beide. Und da sagt noch einer, alt werde lohne sich nicht. Ne? Na, wie oft habe ich euch gesagt, ihr sollt hier nicht spielen. Raus, raus mit euch. Raus, raus, nach Hause. Raus. Guten Morgen, Vater Hagen. Morgen, Frau Heiniger. Ja, Frühstück ist leider nicht. Ich mache es übernächste Woche wieder auf. Ich weiß schon, ich bin auf dem Weg zur Bank. Ich wollte Sie nur schnell was fragen. Ja, bitte. Ist Ihnen an der Fanny in der letzten Zeit irgendwas aufgefallen? Ach ja. Wie meinen Sie denn das? Na, sie benimmt sich so merkwürdig, schnüffelt rum und tut so, als ob ich drogensüchtig wäre oder sowas. Ach so. Ja, sie möchte zu gerne wissen, warum Sie zum Tätowierer gegangen sind. Ach. Na, ich habe ihr gesagt, warum soll sie sich auch eine frauenhübsche Matrosen einritzen lassen? Trauen Sie mir das zu? Ja, warum nicht? Heutzutage ist ja alles möglich, ne? Der Tätowierer ist ein bekannter Astrologe. Ganz Hamburg geht zu ihm. Und ich habe dem Ralf zur Hochzeit zur Gaudi ein Horoskop stellen lassen. Ach so, das ist so ein Wahrsager. Das bleibt aber unter uns. Nur der Fanny dürfen Sie es sagen. Sonst denkt nur, ich mache sonst was. Ach, egal was Sie machen, Frau Heiniger. Sie machen überall eine gute Figur. Danke. Viertel. Du könntest natürlich auch eine Original Tiffany Lampe kriegen. Wunderbares Stück, bellissima. 1899. Kostet? 25 sind geboten. Oh. Hm. Gut, ich weiß nicht, was dir deine zukünftige wert ist. Er ist noch ein traumhaft schöner Mulcators Lüster für 30.000. Ja. Auch nicht. Die Spiegel sind billiger. Ich habe 3 Stück für dich ausgesucht. Ach, Bea, du bist so rührend um mich bemüht. Wirklich, du bist ein richtiger Pfundskerl. Und ich wünsche dir und dem Vandalen von ganzem Herzen alles Liebe. Ihr Deutschen habt das eigenartige Talent, immer zur falschen Zeit sentimental zu werden. Wieso? Du wolltest doch, dass wir beide heiraten. Tun wir aber nicht. Doch. Du den Vandalen und ich die Julia. Du bist und bleibst ein Schuft. Du hast ja völlig umsonst Sorgen gemacht. Wenn du sie einfach gefragt hättest, hätte ich dir die Sache mit dem
Horoskop doch erklärt. Eine Schande ist das, mich so an der Nase herumführen. In dem Fall solltest du mich vielleicht mal deine eigene Nase fassen. Verzeihung, Gnädigste. Dürfte ich mir vielleicht ein Tässchen Kaffee machen? Freilich, Sie wissen ja, wo alles steht. Ja. Na, warten Sie, Frau Schäfer, ich mach das schon. Sie sind ja hier Gast, gell? Ja. Tag, Hack. Tag. Ist was? Hat man Ihnen schon mal gesagt, dass Sie alle Anlagen für ein Medium haben? Nee, aber wenn Sie meinen, dass ich schlanker sein könnte, nicht? Waren Sie schon mal in Moskau? Nee, ich lief ja bloß hier im Bezirk. Da gibt es nämlich eine Schule für Ihre Bejahrungen. Ach so, ja, als Kind habe ich mal so ein bisschen jongliert, nicht? So mit Pflaumen und mit Milchflaschen. Heute nehme ich ja lieber Bierflaschen, aber die mache ich auch lieber leer. So, nun gucken Sie mir mal in die Ohren. Was sehen Sie? Zwei. Zwei was? Augen. Nun gucken Sie mal ein bisschen tiefer. Was sehen Sie jetzt? Auch zwei. Eins da und eins da. Sie, Frau Schäfer, Sie lassen sofort meinen Alfred in Ruhe, gell? Wissen Sie eigentlich, dass der Herr Haag gewisse übernatürliche Fähigkeiten hat? Einmalig, der Mann. Eben. Und genau deswegen lassen Sie ihn auch mit Ihrem Hokuspokus in Ruhe. Ihr wisst doch. Schwerer Verlust für die Wissenschaft. So ein narrisches Luder. Weißt du, was du gerade gesagt hast? Mein Alfred. Das ist mir halt so rausgerutscht, weißt du? Die Sache aufzudecken war gar nicht so schwierig. Aber dahinter zu kommen, wie die drei den Devisenschwindel eingefädelt haben, der Rat allein hat es ja nicht sein können. Hättest du gedacht, dass der eiskaltes Geld in der eigenen Bank deponiert? Tja, darauf muss man erst mal kommen. Na, schon ein raffinierter Hund. Wo ist er jetzt überhaupt, der Rat? In Untersuchungshaft. Hast Sehnsucht nach ihm, kannst du ihn besuchen. Täglich zwischen 14 und 16 Uhr. Danke, darauf kann ich verzichten. Trotzdem meine Gratulation für deine kriminalistische Spürnase. Der dritte Ball heute, Dennis. Das wird ihn kriegen. Ich bin doch kein Hochhaus. Du wolltest doch Baseball spielen. Und überhaupt, weißt du, das zahlst denn hier? Der Ralf hat es mir aus Amerika mitgekriegt. Wer ist denn das? Ja, mein zukünftiger Vater. Was? Ja, den wo meine Mama irgendwann einmal heiratet. Wann? Demnächst. Hast du schon ein Hochzeitsgeschenk? Ja, bloß auf. Hätte ich mich bloß in zu der saublöden Laubsägerei überreden lassen. Zu der saublöden. So, Freund Fanny. 1, 2, 3, 4, 50, 70, 90, 500. Zurecht? Mhm. Passt schon, Herr Graumeier. Geld und Sie denken bei Gelegenheit an den Maria Theresien-Toller. Wollen Sie Geld nicht einmal vielleicht in ein paar schöne Festverzinsliche anlegen? Nein. Maria Theresia ist schöner wie Ihre Festverzinslichen. Wiederschauen, gell? Wiederschauen. No? Sie habe ich aber auch schon einmal fröhlicher gesehen, Herr Löllein. Manchmal ist einem nicht danach zumute. Was ist denn? Fräulein Fanny, ich bin jetzt seit 30 Jahren im Beruf. Und ich habe in der ganzen Zeit...
Ich habe in der ganzen Zeit nie über mein Privatleben geredet. Dann wird's aber höchste Zeit. Weil wer seinen Krank dauernd runterschluckt, der kriegt's im Magen. Das sagt meine Frau ja auch immer. Und recht hat sie. Ja. Aber leider ist meine Frau noch mehr davon betroffen als ich. Herr Schatzzeiten, jetzt aber raus mit der Sprache zum Donnerwetter noch mal. Das ist eine sehr unangenehme Sache. Guten Tag. Aber wenn es so arg ist, wollen Sie nicht mit Ihrer Chefin darüber reden? Nein, ich bleibe dabei. Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps. Herr Löhlein. Also jetzt einmal ganz in Ruhe, Herr Löhlein. Die Frau Schäfer ist also Ihre Schwester? Nein, es ist die Schwester meiner Frau. Ach so. Sie hat einen Hof in Holstein, aber ich glaube nicht mehr lange. Ach, und warum nicht? Der Hof soll enteignet werden. Wie das? Vor 8 Wochen ist Ihr Mann gestorben. Ja und? Was hat denn das eine mit dem anderen zu tun? Er war wohl mit den Hypothekenzinsen ein bisschen im Rückstand. Ein bisschen sehr vermutlich. Und warum will sie nicht auf den Hof zurück? Sie hat Angst vor dem Gerichtsvollzieher. Und deswegen möchte sie jetzt bei Ihnen bleiben? Ja, und das genau geht eben nicht. Hat sie Ihnen denn gesagt, wie lange sie bei Ihnen bleiben möchte? Nein. Wir reden doch seit 40 Jahren nicht mehr miteinander. Mein Gott. Aber der armen Frau muss doch geholfen werden. Immer schön der Reihe nach, Fanny. So, Frau Schäfer. Jetzt machen Sie es erstmal bequem, bis wir wissen, wie es weitergeht. Und wenn Sie irgendwelche Wünsche haben, brauchen Sie es nur sagen. Ja, wenn ich ein großes Kissen haben könnte. Ich habe zu Hause immer ein großes, weiches Kissen. Fanny, haben wir ein großes, weiches Kissen? Mhm. Ja, und wenn ich das Bett umstellen könnte. Ich habe nämlich nicht Jan den Mund im Rücken. Machen Sie es ganz so, wie Sie wollen. Ach, Sie haben ein zu gutes Herz, Frau Heininger. Ne? Wirklich, vielen Dank. Und wenn ich mich irgendwie nützlich machen kann, also da kenne ich nichts. Na, wenn Sie Lust haben, können Sie ja drüben beim Herrn Dr. Sagerer Ordnung machen. Ne? Ja, das mache ich. Und Freund Fanny helfe ich auch gerne. Ich bin nämlich ein ganz häuslicher Mensch. Aha. Ja. So ein Mistbricker da. Maria und Josef, was hast du denn jetzt angestellt, Bub? Ja, du hast ja selber gesagt, dass ich nicht in der Küche sägen soll. Ja, aber das heißt doch nicht, dass du stattdessen der Mama ihre Antiquitäten zerbröseln sollst. Oh mei, hoffentlich bringe ich das wieder hin, ohne dass sie was merkt. Saublädi, Hochzeit, Saublädi. So. Frau Schäfer, darf ich Ihnen behilflich sein? Ja, danke schön. Sie sind ja ein richtiger Kavalier, ne? Ja. Also, schönes Anwesen. Ja. Wie viel Grund hat denn das? 30 Hektar. Aha. Und Tiere haben Sie keine mehr? 3 Kühe hat man noch nach der Maul- und Klauenseuche, damals vor 5 Jahren. Aber den hat Erwin sie verkauft, weil es durchs Dach geregnet hat. Dann haben Sie jetzt gar keine Viecher mehr am Hof? Nee, jetzt haben wir keine. Nee, nun bin ich auch nicht mehr da, ne? Wer ist denn das? Ich hab's doch gewusst, der Herr Gerichtsvollzieher. Nur die Ruhe, Frau Schäfer. Geht sie mal ins Haus. Ich mach das schon. Also, nur komm. Gut. Gut. Sager, Bayernbank. Ja. So. Na, nun kommen Sie mal rein. Ja. Hier haben Sie also mit Ihrem Mann gelebt. Ja, über 30 Jahre. Ja. Ja. Frau Schäfer, es geht mich zwar nichts an und Sie brauchen mir natürlich auch keine Antwort geben, aber warum reden Sie denn mit Ihrer Schwester seit über 40 Jahren kein Wort mehr? Weil sie hat mir meinen Mann weggenommen. Ihren Erwin? Dem Löhlein. Mit mir ist er das erste Mal tanzen gegangen. Und dann hat er meine Schwester genommen. Aber Sie haben doch dann Ihren Erwin geheiratet. Das war was anderes. Ja. Ach, nee. So. Da hat er gesessen.
Die ganzen Jahre. Jeden Abend. Oh, Darwin. Ja. Was hast du mit dem Gerichtsvollzieher gemacht? Ich habe ihm bloß klargemacht, dass sein wahrscheinlich größter Erfolg der ist, wenn er die Frau Schäfer nicht antrifft. Na, ist er nun ein guter Mensch? Ist er. Nee, ich meine den Herrn Gerichtsvollzieher. Aha, sehr gut. Danke. Tja, da können wir uns ja nur gratulieren. Sind meine zukünftige Frau und ich auch eingeladen? Ja, selbstverständlich. Haben Sie schon ein Hochzeitsgeschenk für Ihren Mann? Genau darüber wollte ich mit Ihnen reden. Schießen Sie los. Sie müssen mir versprechen, dass Sie nicht über mich lachen. Ich schwöre, ich lache nie. Sehen Sie, jetzt lachen Sie eben doch. Nein, das ist nur die Freude über so eine ausgefallene Idee. Natürlich kann ich Ihnen helfen. Soll ich Sie hinbringen? Muss ich da persönlich hin? Ich fürchte ja. Aber keine Sorge um den guten Ruf. Ich war schon mit der Frau des Bundesbankpräsidenten da. Nee, aber wenn Sie meinen, dass ich schlanker sein könnte, nicht? Waren Sie schon mal in Moskau? Nee, ich lief ja bloß hier im Bezirk. Da gibt es nämlich eine Schule für Ihre Bejahrungen. Ach so, ja, als Kind. Als Kind habe ich mal so ein bisschen jongliert. Nicht? So mit Pflaumen und mit Milchflaschen. Heute nehme ich ja lieber Bierflaschen. Aber die mache ich auch lieber leer. So. Nun gucken Sie mir mal in die Ohren. Was sehen Sie? Zwei. Zwei was? Augen. Nun gucken Sie mal ein bisschen tiefer. Was sehen Sie jetzt? Auch zwei. Eins da und eins da. Sie, Frau Schäfer, Sie lassen sofort meinen Alfred in Ruhe, gell? Wissen Sie eigentlich, dass der Herr Haag gewisse übernatürliche Fähigkeiten hat? Einmalig, der Mann. Eben. Und genau deswegen lassen Sie ihn auch mit Ihrem Hokuspokus in Ruhe. Ihr wisst doch. Ihr wisst doch. Schwerer Verlust für die Wissenschaft. So ein narrisches Luder. Weißt du, was du gerade gesagt hast? Mein Alfred. Ist mir halt so rausgerutscht, weißt? Ja, sicher, ich notiere mir das. Donnerstagnachmittag? Oh, kleinen Moment mal bitte. Hallo, Heise. Ist schon Post auf der Tschechoslowakei? Und mein Bruder? Besprechung will nicht gestört werden. Wahrscheinlich Damenbesuch. Ich schau später nochmal rein. Tschüss. Ja, alles klar? Donnerstagnachmittag? Nein, das ist schon klar, dass Sie keine weitergehenden Zusagen machen können, aber ich denke, dass wir uns auf dieser Basis verständigen werden. Ja, das glaube ich auch. Ja, wiederhören. Danke, Herr Kollege. Ja, wiederhören. Sie haben ein Erstgebot von 15.000 pro Hektar. Käuferinteresse eher gering. Vielleicht kann der Glotz sogar mit 18 übernehmen. Das wären bei 30 Hektar 540.000 und eine 500.000 für einen zusätzlichen Viehbestand. Ja, das klingt nach einem ganz guten Geschäft. Bezüglich Ökobief war der Herr Kollege mal ganz anderer Meinung. Tja, da standen Kollegin Heininger mir auch noch nicht so nahe. Du wirst doch nicht anfangen, das Private mit dem Beruflichen zu verwurzeln. Und du wirst doch nicht warten wollen, bis die Erna Schäfer ganz Hamburg verhext hat. Dann gehen wir zusammen Mittagessen. Tut mir leid, ich bin leider schon vergeben. Betrügst mich schon wieder? Ja, natürlich. Also da bin ich auch gespannt, wie oft das passieren wird, wenn wir erst einmal verheiratet sind. Musst du da auf der Frau aufpassen. Unbegrenzten Kredit hast du nämlich nicht, gell? Ja. Was? Ja,
Ja, das ist Hamburg. Ja, die Telefonnummer ist 040 600 43 45. Ja. Was? Ja. Ja, Sie können sich drauf verlassen. Ich zahle ganz bestimmt. Mit wem haben Sie denn gerade telefoniert, Frau Schäfer, ha? Mit der Zentrale. Mit was denn für einer Zentrale? Mit der Zentrale von meinem Verein. Wo ist denn diese Zentrale? In Lausanne. Aha, in Lausanne. Sie haben also gerade mit der Schweiz telefoniert, stimmt's? Ja, entschuldigen Sie, ich musste... Man muss nämlich immer seinen Aufenthaltsort melden. Das ist wegen der Erdstrahlengefahr. Das ist so eine Art Lebensversicherung. Ach, da werden ja täglich neue Felder entdeckt. Woher wissen Sie denn das so genau? Aus so Bücher. Wie viele lesen Sie denn davon? 2 jeden Monat. Und was kosten die? 12 Mark pro Stück. Gehe ich recht in der Annahme, dass die Zentrale in Lausanne auch noch was verlangt für die Lebensversicherung gewissermaßen? Ja, 100 Mark jeden Monat. Aber das lohnt sich. Das sollten Sie auch tun, Frau Fanny. Jetzt ist noch Zeit. Wollen Sie nicht eintreten? Danke, danke. Ich kann mich beherrschen. Könnte sein, dass Ihr Mann den Hof gar nicht heruntergewirtschaftet hat, sondern Sie haben das Geld Ihren Schweizer Lebensrettern in den Rachen geschmissen. Ja, aber man muss den Beitrag pünktlich bezahlen, sonst begibt man sich in Gefahr. Oh mei, das Geschäft mit der Angst. Und die schwarzen Magier hocken in Lausanne und lachen sich in schwarze Fäustchen. Wissen Sie was, Frau Schäfer? Auf diese Geschichte brauche ich jetzt erst einmal einen Cognac. Sie auch? Ja. Dein Kredit ist nicht unbegrenzt. Vandalen, zu spät unterwegs. Entschuldigen Sie bitte die Störung, aber in diesem Umschlag steckt die Zukunft Ihres Mannes. Kommt doch rein. Danke. Das Horoskop, das ist aber eine Überraschung. Haben Sie reingeluchst? Aber ich bitte Sie. Nehmen Sie Platz. Mhm, danke. Möchten Sie was trinken? Nein, danke. Machen Sie für mich keine Umstände. Horoskop Jungfrau. Mhm. Jungfrau mit Jupiter im ersten Haus. Die Planetenkonstellation als ewige Uhr. Aha. Der Jungfrau Mann und die Löwefrau. Ihre Frau wird häufig an ihrer Bequemlichkeit verzweifeln. Aber sie wird respektieren, dass sie sich Zeit nehmen, bevor sie ein Urteil fällen. Sie können mit Geld umgehen. Da ist er her. Und sind ein Anhänger rationaler Erklärungen. Naja, Entschuldigung. Guten Abend. Ja, Fanny, was ist denn? Da wäre der Herr Dr. Sager am Telefon, Frau Julia. Sag ihm doch, ich bin schon im Bett. Schon recht. Gute Nacht. Gute Nacht, Fanny. Lassen Sie Ihre Löwefrau abends nicht zu oft allein. Mhm. Sie könnte das Gefühl bekommen, nicht mehr geliebt zu werden und sich anderswo nach Zuneigung umsehen. Mhm. Was für Perspektiven. Ich glaube, jetzt brauche ich doch was zu trinken. Das gilt doch erst nach der Heirat. Aber wo denken Sie hin? So ein Horoskop gilt ein Leben lang. Zum Wohl.
Der arme Dr. Sacker. Das ist doch skandalös, sowas. Eine Tätowierung. Bleibt ihm da der Anstand? Ja, warum soll sich nicht auch meine Frau einen hübschen Matrosen auf dem Oberschenkel malen lassen? Ne? Sei bitte nicht geschmacklos, Alfred, ja? Ja, was glaubst du denn, was sie sich tätowieren lässt? Rembrandt? Also, du bist unmöglich, Alfred, wirklich. Du, Fanny, ich hab ne Idee. Warum geh ich nicht einfach zu ihr hin und frag sie mal? Ja, sonst noch was. Da tät ich mir ja lieber die Zunge abbeißen. Na, noch dazu, wo jetzt auch noch diese Person im Haus umeinander geistert. Stell dir vor, gestern hat sie gesagt, unser Fernseher wie ein negatives Magnetfeld. Tja, damit könnte sie sogar recht haben, ne? Was willst du jetzt damit sagen, ha? Wenn ich mir überlege, was manchmal so über den Bildschirm flimmert, oft ganz schön negativ, du. Morgen, Maxi. Morgen, Mama. Hast du gut geschlafen? Mhm. Was ist denn? Geh doch schon mal runter, das Frühstück ist gleich fertig. Ich komm nach. Mhm. Entschuldigen Sie, Frau Julia. Ja, Fanny, was ist denn? Möchten Sie lieber einen Tee oder einen Kaffee zum Frühstück? Ja, einen Tee, wie immer. Einen Tee. Fanny, was ist denn? Nix. Überhaupt nix. Gar nix, Frau Julia. Also ein Tee, haben Sie gesagt, gell? Ja. Was ist denn jetzt wieder los? Ach Gott, ach Gott, ach Gott. Ich komme aus der Küche, da ist das Vieh. Wer Ratte? Ratte im Haus bringt Not und Tod und Groß. Ist doch keine Ratte. Der Hansi ist wieder mal abgehauen. Wenn ich jetzt auch noch zum Spinnen anfange, dann sind wir bei der Narrenhaus. Wir haben uns gedacht, die Öko-Beef hat sich in letzter Zeit so gut entwickelt, dass sie sicher Expansionspläne haben. Herr Glotz. Also die Bodenwerte wären für meine Zwecke ideal. Kleines Weideland. Höchstens 30, 35 Punkte. Und wenn der Preis stimmt, dann wäre ich ja der Sache nicht abgeneigt, ne? Wenn ich ein Ochs wäre, also mir würd's hier schmecken. Also, Herr Dr. Sagerer, seit Ihrem letzten Besuch haben Sie richtig was dazugelernt. Man wächst ja mit seiner Kundschaft. Ja, mit den Gummistiefeln, ne? Ach so, ja. Ja, der Preis, der läge zwischen 15 und 20.000 pro Hektar. Also, das wären dann im schlimmsten Falle 600.000. Zieht denn die Bayernbank mit? Ja, ich denke schon. Aber zuerst einmal müssten Sie natürlich den Zuschlag ersteigern. Naja, ich meine, da könnten Sie mir doch ein bisschen bei helfen, ne? Ja, ich glaube schon, dass sich da was machen lässt. Überlegen Sie sich, Herr Glotz, und wenn nicht, dann haben wir wenigstens einen schönen Spaziergang gemacht. Eben. Ach ja, wegen dem Haus, da wäre noch was zu sagen. Das bräuchten Sie ja nicht, gell? Nö, nicht direkt. Ja, passen Sie mal auf, wir könnten da nämlich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Da haben wir ein kleines Problem, aber das müssen wir noch gesondert besprechen. Ja, warum nicht? Ich muss noch die Bodenproben analysieren lassen, ne? Also, wir hören ja wieder voneinander. Wiederschauen, ich rufe Sie an, Herr Glotz. Herr Dr. Sagerer. Ja. Jo. Wird einer gut? Tschüssing. Mhm. Natürlich ist es dumm, die ehemalige Geliebte das Hochzeitsgeschenk für die Nachfolgerin kaufen zu lassen. Aber amüsant. Weißt du, was man bei uns so aussehen schenken würde? Na? Einen vergifteten Kamm. Du machst mich neugierig, was ich zur Hochzeit von dir zu erwarten habe. Ach, das ist kein Geheimnis. Einen italienischen Butler, damit ihr endlich lernt, richtige Kaffee vom Spülwasser zu unterscheiden. Immerhin. Besser als ein vergifteter Kamm. Ja. Oh. Oh. Ich will dich in deinem Balztanz nicht stören, aber weißt du, wie die Magnumöl steht? Nicht empfehlenswert. Er hat wie immer keine Ahnung. Ein Papier, das mitten in der Rezession nur 20 Punkte verliert, lässt auf ein exorbitantes Management schließen. Mhm. Darf ich dich darauf aufmerksam machen, Vater, dass die Zeitung, die du gerade in den Händen hältst, 2 Jahre alt ist? Ja. Ja,
Nichts ist so wertvoll wie Altpapier. Du hättest vor 2 Jahren kaufen müssen. Mein täglicher Nachhilfeunterricht. Mit Geld umzugehen, das ist sein Beruf. Aber ich möchte nicht wissen, an wie viele Millionen er vorbeigegangen ist, ohne sie aufzuheben. Du hast doch selbst gesagt, Vater, ein Spielverderber, der für die anderen nichts übrig lässt. Wisst ihr, was ich bin? Eine glückliche Bigamistin. Na, no. Im Grunde genommen heirate ich ja euch beide. Und da sagt noch einer, alt werde lohne sich nicht. Ne? Na, wie oft habe ich euch gesagt? Ihr sollt ja nicht spielen. Raus, raus mit euch. Raus, raus, nach Hause. Raus. Morgen, Vater Hagen. Morgen, Frau Heiniger. Ja, Frühstück ist leider nicht. Ich mache es übernächste Woche wieder auf. Ich weiß schon, ich bin auf dem Weg zur Bank. Ich wollte Sie nur schnell was fragen. Ja, bitte. Ist Ihnen an der Fanny in der letzten Zeit irgendwas aufgefallen? Ach ja. Wie meinen Sie denn das? Na, sie benimmt sich so merkwürdig. Schnüffelt rum und tut so, als ob ich drogensüchtig wäre oder sowas. Ach so. Ja, sie möchte zu gerne wissen, warum Sie zum Tätowierer gegangen sind. Ach. Na, ich habe ihr gesagt, warum soll sie sich auch eine Frauenhübschmatrosen einritzen lassen? Trauen Sie mir das zu? Ja, warum nicht? Heutzutage ist ja alles möglich, ne? Der Tätowierer ist ein bekannter Astrologe. Ganz Hamburg geht zu ihm. Und ich habe dem Ralf zur Hochzeit zur Gaudi ein Horoskop stellen lassen. Ach so, das ist so ein Wahrsager. Ja. Das bleibt aber unter uns. Nur der Fanny dürfen Sie es sagen. Sonst denkt sie noch, ich mache sonst was. Ach, egal was Sie machen, Frau Heiniger. Sie machen überall eine gute Figur. Danke. Vierte. Du könntest natürlich auch eine Original-Tiffany-Lampe kriegen. Wunderbares Stück, billissima. 1899. Kostet? 25 sind geboten. Oh. Hm. Gut, ich weiß nicht, was dir deine zukünftige wert ist. Er ist noch ein traumhaft schöner Migators Lüster für 30.000. Ja. Auch nicht? Die Spiegel sind billiger. Ich habe 3 Stück für dich ausgesucht. Ach, Bea, du bist so rührend um mich bemüht. Wirklich, du bist ein richtiger Pfundskerl. Und ich wünsche dir und dem Vandalen von ganzem Herzen alles Liebe. Ihr Deutschen habt das eigenartige Talent, immer zur falschen Zeit sentimental zu werden. Wieso? Du wolltest doch, dass wir beide heiraten. Tun wir aber nicht. Doch. Du den Vandalen und ich die Julia. Du bist und bleibst ein Schuft. Du hast ja völlig umsonst Sorgen gemacht. Wenn du sie einfach gefragt hättest, hätte ich dir die Sache mit dem Horoskop doch erklärt. Wie schade ist das, mich so an der Nase herumführen? In dem Fall solltest du dich vielleicht mal deine eigene Nase fassen. Verzeihung, Gnädigste. Dürfte ich mir vielleicht ein Tässchen Kaffee machen? Freilich, Sie wissen ja, wo alles steht. Ja. Na, warten Sie, Frau Schäfer, ich mach das schon. Sie sind ja hier Gast, gell? Ja. Tag, Hack. Tag. Ist was? Hat man Ihnen schon mal gesagt, dass Sie alle Anlagen für ein Medium haben? Sie sind toll. Suchen Sie was, Frau Schäfer? Ja, Wasseradern. Hier unten ist alles voller Wasseradern. Das ist ungesund fürs Wohlbefinden. Warum? Warum? Weil es immer schon so gewesen ist.
Hat die Haut oder was? Na, aber die spinnt. Ach du Schande. Was soll denn das? Ob die was gegen Vampire hat? Jedenfalls reicht der Knoblauch für die Spaghetti-Sauce der nächsten 30 Jahre. Die hat einen Rat ab. Meine Damen und Herren, wir kommen jetzt zur Katalognummer 34. Eine Jagdszene, ein Gobelin aus dem 17. Jahrhundert in Brüssel gefertigt. 35.000 Mark ist unsere Forderung und 32.000 Mark sind mir geboten. 35 ist dort hinten geboten. 35.000 Mark ist dort hinten geboten zum ersten und zum zweiten. Und niemand mehr als nur 35.000 Mark. Hier in der Mitte sind 38. 38.000 sind hier in der Mitte geboten. 38.000 Mark zum ersten und zum zweiten. Und niemand mehr als nur 41 ist hier vorne. 41 hier vorne zum ersten und zum zweiten. Und niemand mehr als nur 41.000 Mark. Dann schlage ich es fest zu für 41.000 Mark zum dritten. Für die Bieternummer 135. Dankeschön. Meine Damen und Herren, wir kommen jetzt zur Katalognummer 1. Bea! Herr Doktor sucht ein Hochzeitgeschenk für seine Frau. Na, das hätte ich mir ja denken können, dass du dich auf solchen Veranstaltungen herumtreibst. Woher weißt du überhaupt, dass ich heiraten will? Die Spatzen pfeifen erst vom Dach. So. Außerdem zucke ich auch ein Hochzeitsgeschenk für meinen Mann. Ach so, ja, ich gratuliere übrigens. Danke. Und, suchst was Bestimmtes? Einen alten Spieltisch, frühes 19. Jahrhundert. Und du? Ach, mein Gott, tut das, wenn ich wüsste. Die Julia, die steht auf Spiegel und Lampen und Gläser und lauter solches altes Zeug. Da ist doch schon etwas Schönes. Venezianische Matschlift 1743. 10.000 Mark. Entschuldige mir bitte, für 10.000 Mark. Da kriege ich einen ganzen Küchenschrank voller Gläser. Es ist ein Einzelstück, Cherie. Ich kombiniere, Herr Doktor, ist in Schwierigkeiten? Ja, pass auf. Ich ernenne dich jetzt zu meiner Beraterin. Und zwar ersteigerst du was für die Julia und als Provision für dich eine Kleinigkeit dazu. Aber es darf natürlich niemand was davon erfahren. Okay, aber nicht auf diese Balaufsraktion. Ja, du hast völlig freie Hand. 10.000 Mark. Jetzt überlege mal, wenn das ein Grieche kauft. Wieso ein Grieche? Wenn die ein Glas leer getrunken haben, dann werfen sie es immer hinter sich. Du bist ein Schatz. Hast du übrigens gewusst, dass Julia und Vandalen sich in letzter Zeit erstaunlich oft treffen? Na und? Oh, vergiss es. Ist nur so rausgerutscht. Ciao. Ciao. Kurs 326.8. Ja, werde ich für Sie alles erledigen. Gavlicek? Gavlicek, gut Telefono. Ja, sage. Der kennt der Rodelist. Ano? Ja, ist er da. Ja, Rodelist, copy. Wartet, ob Sie bereit sind. Ja. Спасибо, товарищ. Und? Ich sag's ja, die Tschechen sind wirklich schnelle Leute. Jetzt haben die nach 6 Wochen endlich begriffen, dass mein Bruder eine Geburtsurkunde braucht. Wieso noch eine? Die erste ist doch unterwegs. Heise. Ich sag mir mal, 2 sind besser als keine. Und ich hoffe nur, dass mein Bruder mir das wirklich honoriert. Guten Tag, Fräulein Ferne. Wie geht's denn meiner Schwägerin? Da haben Sie uns was Schönes eingebrockt, mein lieber Schwan. Ich weiß schon, weshalb ich seit 40 Jahren nicht mehr mit ihr rede. Ja, ja. Grüß Sie, ja, gut, Frau Heise. Sonst ist die Frau Heininger nicht im Haus. Ah, das tut mir leid. Ist Frau Heise, machen wir doch bitte eine Abschrift davon. Ja, ja. Fanny. Ja. Was machen Sie denn da? Oh, mein Herr Doktor. Wenn Sie wüssten, was bei uns daheim los ist. Diese Schäfer hat alle blauen Gardinen abgehängt, weil blau ist die Farbe des Bösen, sagt sie. Gottes Willen, was machen wir denn da? Schick mir einen blauen Brief, hm? Das war ein Kreuz mit der Frau. Fanny, das wär's schon. Fanny, ich hätte jetzt da noch eine Frage. Sagen Sie mal, war eigentlich in letzter Zeit Vandalen öfter da? Ach, na ja. Ein paar Mal hat er die Frau Julia abgeholt. Warum stimmt was nicht? Doch, Fanny, es ist alles in Ordnung. Hey, Bruderherz, die Geburtsurkunde kommt. Ja, wer's glaubt, wird selig. Mit Beharrlichkeit und Einfühlungsvermögen für die Psyche der Völker des Ostens. Da weißt du, der eine hat's, der andere hat's eben nicht. Und du hast das, gell? Ach, Herr Doktor, bitte denken Sie an Ihren Termin beim Senat. Ja, ich bin ja schon unterwegs. Gut. Was hat er denn?
Das war's im Busch, wenn Sie mich fragen. Ja, und was? Das kriege ich schon heraus. Und Sie, junger Mann, können mir dabei helfen. Dich? Ja, Sie. Da. Ich schaff's einfach nicht. Das wäre nie was. Das weiß ich jetzt schon. La Rue, die Ruhe. Nicht? Wenn du jetzt anfängst zu tütteln, du, dann wird das wirklich nichts. Guck, die Platte ist ja ganz locker. Die hast du gar nicht richtig eingespart. So, und nun das Sägeblatt. Immer schön gerade führen. Schön gerade. Los, mach mal. Wenigstens bin ich froh, dass du wieder da bist. Und ich erst du. Warum muss man eigentlich Brautpaaren was schenken? Die haben doch einen Spaß. Die müssen doch uns was schenken. Tja, da hast du recht. Aber vielleicht ahnen viele schon, dass das mit dem Spaß gar nicht so weit her ist. Oh. Warst du eigentlich schon mal verheiratet? Da habe ich aufgepasst. Ja, aber du hast nicht aufgepasst. Das habe ich dir alles schon mal erzählt. Ja, ja, wenn du jetzt nicht aufpasst, dann säbelst du dir einen Finger, du. Die Schaumann. Musst halt auf der Frau aufpassen. Unbegrenzten Kredit hast nämlich nicht. Musst halt auf der Frau aufpassen. Unbegrenzten Kredit hast nämlich nicht. Musst halt auf der Frau aufpassen. Unbegrenzten Kredit hast nämlich nicht. Musst halt auf der Frau. Unbegrenzten Kredit hast nämlich nicht. Gell? So, das war's. Alles klar. Alles klar. Geh. Ja, Tag auch. Glotz hier. Die Frau Heininger hätte ich gern. Kleinen Moment. Heininger? Tag, Frau Heininger. Glotz hier. Grüß Gott, Herr Glotz. Alles Paletti. Ich habe den Zuschlag gekriegt. Das freut mich riesig, Herr Glotz. Gratuliere. Ja, 8:30 fing's an. Und 10 Minuten später war alles gegessen. Und zu welchem Preis? Ja, was Sie prophezeit haben. 540.000. Dann schicken Sie mal Frau Schäfer wieder nach Hause. Nix lieber wie das. Also nochmal herzlichen Glückwunsch. Bis bald, Herr Glotz. Tschüssi. Darf man eintreten? Nein. Ist das nicht ein traumhafter Morgen? Gleich in der Früh um 9 Uhr wird man von einem glücklichen Kunden angerufen. Ich wüsste nicht, was an diesem Morgen so besonders traumhaft sein soll.
Der Klotz hat einen Zuschlag gekriegt. Für den Schäferhof 540.000. Was tut das mit, das sowas von wurscht ist? Oh, schlechte Laune angesagt. Darf ich fragen, warum? Meine Liebe, du hast auch nicht unbegrenzten Kredit bei mir. Ach, du meinst, weil gestern Abend der Herr van Dalen bei mir zu Besuch war? Also, nennen wir es einmal so, unverfänglich. Darüber muss ich leider die Aussage verweigern. Gut. Also gut, beschränken wir uns auf das rein Geschäftliche. Darum möchte ich doch bitten. Wissen Sie, dass wir einen gemeinsamen Außentermin haben, Herr Doktor? Wann? Jetzt gleich. Also ein Unglück kommt selten allein. Danke, Preise. Preise, wir sind am späten Nachmittag wieder zurück. Gut. Allein. Na also. Ein Cocktail zum Lunch. Das wollen wir aber nicht zur Gewohnheit werden lassen, Herr Dr. Sagerer. Warum nicht? Wir müssen nur jeden Tag einen Grund zum Streiten finden. Na bitte nicht. Doch. Dann könnten wir uns mittags immer wieder versöhnen. Du hast mir immer noch nicht gesagt, was du so viel mit diesem Van Dalen zu tuscheln hast. Auf die Antwort wirst du auch noch eine Zeit lang warten müssen. Wie lange? Bis deine Geburtsurkunde da ist. Aber jetzt dreh den Spieß einmal um. Was hast denn du eigentlich da mit deiner alten Freundin Beatrice zu klopfen? Das sage ich dir später. Wann? Wenn meine Geburtsurkunde endlich da ist. Und wenn es unterwegs verloren geht? Dann muss die Jana Schäfer sie mit ihrer Wünschelrute suchen. Da, Fanny. Oh, danke schön. Jetzt trinke ich aber noch nicht, gell? Was kosten halt Gummibärchen, Frau Kaufmann? Gummibärchen sind heute umsonst, junger Herr. Bitte sehr. Danke, Herr. Da. Danke. So, jetzt müssen wir weitermachen, gell? Ja. Prost, Frau Bürgerin. Danke. Was Sie machen? Sie haben uns allen hier gefehlt, Vater Hack. Erst wenn was nicht mehr da ist, dann merkt man, wie sehr man es vermisst hat. Das hört man aber gerne. Ohne Sie ist die Straße ja tot. Was sag ich, das ganze Viertel? Sie sind ja der bekannteste Junggeselle der ganzen Gegend. Ja, nur einkaufen tun Sie dann alle im Supermarkt. Ne? Na, ein Bierchen für die Polizei? Ich gehe nicht im Dienst. Oder was, Sie brauchen doch nicht zu fahren. Guck auch keiner zu, ne? Na denn, der Arzt hat ihn doch bestimmt schonend verordnet. Ist denn da so ein Pilz erlaubt? Oh, erlaubt ist, was Spaß macht. Aufregen soll ich mich nicht. Aber dass die älteren, also dass die alten Menschen immer so beschissen werden und sich dann auch noch alles gefallen lassen, also das regt mich immer noch ein bisschen auf. Na, ihr Blutsauger! Na, Blutsauger! Na, mit deren! Nun sind wir wieder oben auf, was? Hoffentlich hast du aus diesem gesundheitlichen Denkzettel was gelernt, Alfred. Oh. Was wünschen Sie, meine Herrschaften? Oder darf es ein bisschen mehr sein? Ja, wo hast du denn deine hübsche Mutter mit ihrem bayerischen Herzbuben gelassen, du? Die bringen unsere Spinnerin heim. Da, Frau Schäfer? Ja. Hast du gewusst, dass sie hell sehen kann? Nee. Was hast du denn hell gesehen? Dass die Schäfer nimmer lang bei uns bleibt. Du und ich kann überall Wasseradern aufspüren. Das glaube ich da nicht. Doch. Und nicht nur Wasser, nein. Alle Flüssigkeiten. Oh, ja, hier. Oh, hier hast du eine Brause. Was? Thank you.
Ich danke dir und deinen Männern für diesen wundervollen Einstand und hoffe, dass du und deine Jungs einen ordentlichen Durst mitgebracht haben. Wir? Die Freiwillige Feuerwehr in Bünnel bedankt sich bei dem neuen Eigentümer mit einem kräftigen Ho! 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 Hör dir mal ran! So, liebe Frau Schäfer, und das ist jetzt die Urkunde, die Ihnen ein lebenslanges Wohnrecht auf dem Hof garantiert. Wissen Sie, Herr Klotz, ich weiß ja nicht, wie ich Ihnen danken soll. Ja, ich brauche doch jemanden, der mir Bescheid sagt, wenn mir ein Stück Vieh weggelaufen ist. Frau Schäfer, ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen alles, alles Gute. Vielen Dank für alles, was Sie für mich getan haben. Und keine andere Familie, die Schweiz. Versprochen. Und für Sie beide die besten Wünsche für Ihre erfolgreiche Ehe. Woher wissen Sie denn, dass wir heiraten wollen? Und dass unsere Ehe gut geht. Sie stehen genau mitten im Hexenkreis. Herr Löhlein. Grüß Gott, Sarah. Neuer Anzug? Nein, nur frisch gebügelt. Schaut sehr gut aus. Danke. Bitte. Hallo, Kollegin. Für unseren großen Triumph eine kleine, sprudelnde Überraschung. Oh. Auf uns sind zwei Turteltauben, gell? Normalerweise müsste ja mein Bruder einen Drink ausgeben, aber der hatte nur das eine im Kopf.